Gäste, die hier schon oben sind oder noch hier unten am Tisch sitzen. Ich möchte Sie recht herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen. Mein Name ist Henning von Bargen. Ich leite zusammen mit meiner Kollegin Gitti Hentschel das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sind die Veranstalter der Veranstaltung heute. Ebenso ein herzliches Willkommen auch im Namen des Vorstandes. Barbara Unmüßig wird auch gleich noch hier kommen und bei der Veranstaltung mit dabei sein. Mit der heutigen Streitwertdiskussion nach der Pädophilie-Debatte im Wahlkampf, Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der Sackgasse, haben wir uns sicher kein einfaches Thema vorgenommen. Weltweit erleben viele Mädchen und Frauen, aber auch Jungen und Männer sexualisierte Gewalt auf vielfältige Weise, nicht nur in den Ländern und Regionen, in anderen Ländern und Regionen weltweit, sondern auch in der Bundesrepublik ist eben auch sexueller Missbrauch und Pädophilie als solche Gewalt an Kindern und noch immer ein Verbrechen, das individuell oft verdrängt und von der Umgebung gern geleugnet oder auch verharmlost wird. Denn in der Mehrheit sind die Täter und auch zum Teil Täterinnen, vertraute Menschen aus der Umgebung, aus dem Umfeld, Familienangehörige, Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer und so weiter, Arbeitskolleginnen, aber auch politische Mitstreiter. Einige Einblicke in das Thema und auch in die Gefühlswelt Betroffener gibt Ihnen die Ausstellung, haben Sie vielleicht jetzt schon mitbekommen, was sehen Sie, Frau Loth, die wir zurzeit hier in der Stiftung zeigen. Sie sind herzlich eingeladen, sich diese Ausstellung auch nach der Veranstaltung noch anzugucken, falls Sie noch keine Gelegenheit dazu hatten. Als Grüne Stiftung und auch besonders das Gunda-Werner-Institut setzen wir uns schon seit vielen Jahren für eine geschlechtergerechte Gesellschaft ein, gegen Unterdrückung und Repression, für friedliches Zusammenleben und machen auch oft, und das ist vor allen Dingen auch in dem Arbeitsbereich meiner Kollegin Gitti Hentschel, das Thema sexualisierte Gewalt in anderen Ländern, in Kriegskonfliktregionen an Kindern und Frauen, aber auch an Männern zum zentralen Thema. Doch eben diese Gewalt kommt nicht nur in einem besonderen Maße in anderen Ländern vor, wo Gewalt an der Tagesordnung zu sein scheint, sondern eben auch hier in der Bundesrepublik, und es ist Teil der Realität hier. Täterinnen und Täter leben und arbeiten mit und unter uns. Und wie die jüngste Geschichte zeigt, auch in grünen Kreisen ist die Tendenz oder auch Kultur der Verharmlosung, des Nichtwissenwollens und des Wegsehens, des Schweigens auch groß gewesen oder noch groß. Das wird eine Frage sein, die wir heute auch besprechen. Wie zuvor schon von Odenwaldschule und katholischer Kirche bekannt, haben nicht nur die Grünen in ihrer Gründungszeit, sondern auch die Tageszeitungen, die TAZ, soziale und pädagogische Einrichtungen, Vereine und auch andere Parteien oder auch einzelne Mitglieder bzw. Jugendverbände mit dem Thema und ihrer Haltung zu der Problematik Ende der 1970er und Anfang der 80er Jahre zu kämpfen, ohne dass dies für den Wahlkampf medial auch so ausgeschlachtet wurde. Anders als die Grünen haben diese Einrichtungen die Aufarbeitung bisher noch nicht systematisch in Auftrag gegeben. Ob es sich um eine kollektive Amnesie im alternativen Milieu handelt, auch das lässt sich diskutieren. Das war eine Diagnose von Professor Franz Walter, der ja für die Grünen diese Geschichte erforscht. Tatsächlich gab es insbesondere im linksalternativen Milieu Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre im Zuge des Kampfes gegen diese, die, manche erinnern sich daran, verkrustete Sexualmoral der damaligen bundesrepublikanischen Gesellschaft und auch für sexuelle Selbstbestimmung und auch für Freiheitsrechte, unter anderem für Schwule und Lesben, auch Gruppen und eine Lobby für sogenannte Pädophile und auch den einvernehmlichen Sex zwischen Erwachsenen und Kindern, die dies unter dem Deckmäntelchen der sexuellen Befreiung propagierten. Vehemente Kritik an einer laxen Haltung zur Pädophilie kam schon damals aus den Reihen von Feministinnen, auch grünen Feministinnen, nicht nur von Alice Schwarzer, die sich 1980 klar gegen eine Aufhebung des Verbots positionierte. Es waren auch die Feministinnen, die das Thema sexueller Missbrauch durch Menschen aus dem Nahbereich auf die Agenda setzten und erste Projekte für Überlebende entwickelten, wie zum Beispiel Wildwasser. Sie fanden aber kaum Gehör
und wurden häufig auch von ihrer eigenen Szene diskriminiert und als Brüder abgewertet. Ein Thema, das in seiner historischen Bedingtheit, seinen Wirkungen und seiner Bedeutung bis heute nicht ausreichend aufgearbeitet und beleuchtet wurde. Defizitär ist auch der Blick auf und der Umgang mit möglichen und realen Opfern. Einige Expertinnen und Experten fordern zum Beispiel die Einrichtung einer neutralen bundesweiten Beratungsstelle, die Institutionen berät, wenn sie sich mit der aktuellen und auch weiter zurückliegenden Missbrauchsfällen konfrontiert sehen. Ob es dazu kommt, dazu werden wir vielleicht auch heute Abend noch etwas hören, mehr hören. Mit dem Streitwert heute wollen wir einen feministischen Blick auf die bisherige Debatte insgesamt werfen, nicht nur im grünen Umfeld, und vor diesem Hintergrund eben diskutieren, ob der Umgang mit der Problematik und die auf den Weg gebrachte Aufarbeitung ausreichend sind, beziehungsweise wie denn eine angemessene Aufarbeitung aussehen könnte, müsste. Und dazu begrüße ich unsere Gesprächsgäste, Frau Kohoman, Gitti Henschel, Professor Manfred Kappeler, Ekin Deligöz, Johannes Wilhelm Röhrig und Thomas Schlingmann. Ebenso begrüßen möchte ich die Moderatorin des Abends, die Journalistin Ulrike Baureitel, die auch die Gäste gleich noch weiter vorstellen wird. Bevor ich an Ulrike Baureitel übergebe und sie uns den Ablauf des Abends noch näher erläutert bzw. einführt, noch einige Hinweise. Die Reihe Streitwert findet in Kooperation mit der Wochenzeitung Freitag statt. Dreimal im Jahr laden wir Sie und andere ein, nicht nur zum Streiten, sondern auch gehen wir Kontroversen auf den Grund, um zu ermessen, ob und welchen Wert, Streitwert, den diese Kontroversen haben. Also es muss nicht immer heiß hergehen, sondern es kann auch mal in die Tiefe gehen. Die Veranstaltung heute wird, auch das noch als Hinweis, live übertragen ins Internet. Aber bitte lassen Sie sich deshalb nicht abhalten davon, sich zu beteiligen. Wir haben auch vorgesehen, die Nachfragen und Diskussion mit allen. Aufmerksam machen möchte ich Sie auch noch auf die vor dem Saal befindlichen Informationen, die auf den Tischen dort liegen, auch den Büchertisch hier, wo Sie dann auch nachher durchaus noch schauen können, ob da interessante Materialien für Sie vorhanden sind. Bedanken möchte ich mich jetzt schon bei allen, die zum Zustandekommen der Veranstaltung beigetragen haben, und insbesondere bei Christiane Bornstedt aus dem GWI, den Kolleginnen aus dem GWI und auch allen Kolleginnen und Kollegen aus der Öffentlichkeitsarbeit, aus dem Tagungsbüro und an der Technik. Ohne diese oft im Verborgenen stattfindende Unterstützung sind Veranstaltungen wie diese nämlich nicht möglich. So viel der Vorrede. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich wünsche einen interessanten Abend, viele Erkenntnisse. Ulrike Baureitel. Dankeschön, Henning, für diese einleitenden Worte. Du hast ja schon sehr weit in das Thema eingeführt. Ich möchte Sie zunächst hier auch noch mal ganz herzlich begrüßen zu einem doch ziemlich schwierigen Thema, das durch die Debatte um die Grünen und ihr schwieriges oder ihr früheres schwieriges Verhältnis zum Thema Pädophilie noch mal eine neue Dynamik erfahren hat. Deshalb hätten wir heute auch gerne jemand vom Grünen Bundesvorstand hier auf dem Podium gesehen. Das war leider nicht möglich, bedauern wir sehr. Anders als das Motto der Veranstaltungsreihe vermuten lässt, geht es bei der heutigen Debatte, also Streitwert, Streiten, geht es bei der heutigen Debatte nicht so sehr um eine konfrontative Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern wir haben Expertinnen und Experten eingeladen, um die Pädophilie-Debatte zunächst mal in einen zeithistorischen Zusammenhang einzuordnen. Dafür ist diese erste Runde gedacht. Und zum Zweiten zu sehen, wo wir heute stehen und wie es weitergehen muss. Wir werden, wie gesagt, zwei Gesprächsrunden durchführen. Nach jeder Gesprächsrunde haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen, jeweils eine Viertelstunde. Dazwischen werden wir einen kleinen Audioeinspieler mit Stimmen von Betroffenen präsentieren. Das wird gesprochen von der Schauspielerin Martina Gedeck und dem Schauspieler Stefan Kurt. Am Schluss gibt es, also wir beenden dann die Veranstaltung mit einer Abschlussrunde mit allen sechs Gästen. Und das weiß ich jetzt gar nicht, wir können dann hinterher noch
zum gemütlichen Teil übergehen. So war das bisher immer. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, deswegen wusste ich es gar nicht. Ich möchte jetzt zunächst die Gäste auf dem Podium begrüßen. Zu meiner Rechten sitzt Manfred Kappeler. Manfred Kappeler war Professor für Sozialpädagogik an der TU Berlin. Ich habe ein bisschen nachrecherchiert. Sie gehören zu diesem Kreis der kritischen Psychologie, haben mit Holzkamps und Osterkamps, was ja manchen vielleicht von Ihnen hier auch etwas sagt, zusammengearbeitet. Aber was für uns vielleicht interessanter ist, mag sein, dass Sie vor Ihrer Universitätslaufbahn als Heimleiter gearbeitet haben und die Institution sozusagen von Ihnen kennen. Ich denke, das ist auch der Grund Ihres Engagements in diesem Bereich. Sie haben zahlreiche Veröffentlichungen über den Zusammenhang von Gewalt, Macht, Sexualität und Pädagogik veröffentlicht und für ein breiteres Publikum ist vielleicht von besonderem Interesse das Buch Anvertraut und ausgeliefert, sexuelle Gewalt in pädagogischen Einrichtungen. Ich hätte es mitgebracht, es war im Moment nicht greifbar, aber ich habe mir sagen lassen, es liegt auf dem Büchertisch. Manfred Kappeler sagt, wir müssen unseren Fokus von den Tätern auf die Strukturen verlegen. Zu meiner Linken sitzt Gitti Henschel. Gitti Henschel ist Kommunikationswissenschaftlerin und, was ich überhaupt gar nicht wusste, Sozialpädagogin. Was ich sehr gut weiß, ist, dass sie Mitbegründerin der TAZ war. Sie war auch hauptamtliche, und darüber wird sie heute Abend sicher auch berichten, sie war hauptamtliche Frauenbeauftragte der Alice-Salomon-Hochschule und ist seit 2000 Leiterin zunächst des Feministischen Instituts und jetzt des Gunda-Werner-Instituts, also des Übergangs. Sie hat 1996, also relativ früh, ein Buch auch zum Thema veröffentlicht, Skandal und Alltag. Ich glaube, das ist nicht mehr greifbar. Gibt es das noch? Oh, gibt noch. Okay, prima. Herausgegeben und sie ärgert sich über den Begriff Pädophilie. Zu meiner Linken außen sitzt Frauke Hohmann, Sozialarbeiterin und Beraterin zum Thema sexuelle Gewalt. Sie war 1983 Mitbegründerin von Wildwasser. Das war die erste Anlaufstelle für Kinder, die sexuelle Gewalterfahrungen erlebt haben. Sie arbeitete im Jugendgesundheitsdienst in Kreuzberg und hat dort auch Erfahrungen mit der pädophilen Bewegung gemacht. Und sie weiß, die Opfer leben in den Kreuzberger Hinterhöfen. Und jetzt verdienen alle Gäste einen Applaus. Herr Kappeler, bevor wir auf die Strukturen kommen, glaube ich, müssen wir zunächst ein bisschen Begriffsklärungen machen. Wenn wir über Pädophilie, Pädosex, Pädokriminalität, also Formen sexualisierter Gewalt gegen Kinder sprechen, wird in aller Regel der Begriff Missbrauch verwendet, auch im offiziellen Diskurs. Sie halten das für falsch. Warum? Sie müssen das nicht mehr. Ist es an? Wenn man Missbrauch sagt, muss man Gebrauch denken. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Und kann man sich einen sexuellen Gebrauch von Kindern, von Jugendlichen durch Erwachsene vorstellen? Meines Erachtens nicht. Und deswegen glaube ich, dass diese semantische Bedeutung von Missbrauch eigentlich eine Verharmlung des Geschehens ist und auch nicht wirklich benennt, um was es geht. Also die Gewaltvorstellung wird mit diesem Wort Missbrauch zumindest ein Stück weit neutralisiert. Und das finde ich fatal. Ich habe sehr oft darüber geredet, geschrieben, dass dieser Begriff, wie auch andere Begriffe, in der öffentlichen Debatte eigentlich zu Fehlsteuerungen führt im Denken und im Handeln. Aber es ist fast aussichtslos, einen so einmal eingeführten Begriff wie sexueller Missbrauch aus der öffentlichen Debatte wieder rauszukriegen. Es gelingt fast überhaupt nicht und es ist auch schwierig in der Alltagskommunikation immer von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu sprechen. Das empfinden viele als sehr umständlich, also das immer wieder erneut
auch so auszudrücken. Und wenn man sagt, sexueller Missbrauch, das geht schnell und man glaubt, alle Leute wissen, was darunter zu verstehen ist und sind sich sofort einig, das halte ich für ein Problem. Und von diesem sexuellen Missbrauch gibt es ja sofort weitere Ableitungen, die genauso problematisch sind. Da wird von Übergriffen geredet oder es wird von Vergehen geredet. Das sind ja eigentlich alles ähnliche Begriffe. Was ist ein Übergriff? Bringt ja zum Ausdruck, um was es sich da handelt. Was ist ein Vergehen? Oder jemand hat sich vergriffen an einem Kind oder an einem Jugendlichen. Das ist eine Sprache, die aber den öffentlichen Diskurs bestimmt. Und Sie können in ganz vielen politischen Äußerungen, Tagesäußerungen, aber auch in genaueren Veröffentlichungen diese Sprache wiederfinden. Man kann nur immer wieder darauf hinweisen, es geht um sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und nicht um Missbrauch. Gitti, du hast kürzlich zu Protokoll gegeben, der Begriff Pädophilie rege dich auf. Geht es in die gleiche Richtung wie Herr Kappeler unter der Voraussetzung oder der Prämisse, dass es ja durchaus die Frauen waren, die diesen Missbrauchsbegriff auch eingeführt haben? Ja, ich glaube, das kann man nur historisch wirklich sehen und verstehen, weil, also ich sage zum Beispiel heute auch nicht mehr sexueller Missbrauch, sondern ich rede von sexualisierter Gewalt. So, das ist einerseits zum Unterschied zur Pädophilie. Die Frauen haben ja auch eine Abgrenzung, also vor allen Dingen auch die Feministinnen. Oder erstmal damals auch einen Begriff gesucht. Und dieser Gewaltbegriff war ja auch in einer bestimmten Weise, was heißt besetzt? Also ja, erstmal Gewalt, also auch das Begreifen, dass Gewalt ja auch psychische Gewalt ist und physische Gewalt, dass es ein strukturelles Gewaltphänomen gibt, all dieses, das war ja nicht so weit differenziert diskutiert worden damals. Und deshalb denke ich, ist es auch so eine Notlösung gewesen für irgendwas, was ja, damals noch auch gar nicht akzeptiert war in der Öffentlichkeit. Ja. Das war ja auch diese ganze Auseinandersetzung früher. Da gab es den bösen Fremden, der Kinder missbrauchte oder so. Und das suggeriert natürlich auch einen gewissen Gebrauch. Und es gab zum Beispiel überhaupt nicht eine Debatte darüber, dass ja die Mehrheit der Täter, manche auch Täterinnen, aber in dem eigenen Nahfeld der Familie, im Freundeskreis und so existiert haben. Und das alles ist ein Aspekt davon, denke ich auch, weshalb diese Begrifflichkeit da war und heute eine andere ist. Und um nochmal, weil Manfred, du sagst sexuelle Gewalt, ich sage sexualisierte Gewalt, was mehr darauf hinweist, dass es mittels sexueller Formen auch ein Gewalt, also ein Machtphänomen ist. Ne? Und es wird mittels der Sexualisierung auch nochmal in einer bestimmten Weise dann thematisiert. Also deshalb lege ich auch darauf Wert, dass man da genauer hinguckt, auch wenn es möglicherweise sexuelle Gewalt auch gibt. Ich will es jetzt hier gar nicht vertiefen, aber es ist immerhin doch erstaunlich mit diesem Missbrauchsbegriff, weil wenn man sich daran erinnert, dass, ich sage jetzt mal wir, weil ich fühle mich da in diese linke Klientel zugehörig, dass wir gegen den Begriff Drogenmissbrauch damals aufgetreten sind oder Alkoholmissbrauch oder Ähnliches. Also es ist erstaunlich, dass dann ausgerechnet dieser Missbrauchbegriff dann so von den Frauen. Haben Sie, Frau Hohmann, haben Sie da vielleicht noch eine Erklärung? Also das ist ja auch ein Begriff, der bei der Justiz verwendet wird, ne? Und der steht im Gesetz so. Und das ist ein gängiger Begriff. Und also ich würde auch eher sagen, sexuelle Gewalt. Aber zum Beispiel bei den Kindern, mit denen ich gearbeitet habe, die kennen eben auch diesen Begriff sexueller Missbrauch. Und die haben zum Teil das, würde ich jetzt mal erstmal sagen, als sexuelle Gewalt, das würden die gar nicht so definieren. Mit Gewalt verstehen die Schlagen, Erpressen und Hausarrest, was weiß ich. Aber deswegen, ja, kann man sich natürlich über diesen Begriff streiten. Oder man kann zur Tagesordnung übergehen. Herr Kappeler, Sie wollten noch was dazu sagen? Na, vielleicht sollten wir zur Tagesordnung übergehen. Okay. Aber vielleicht noch eine Bemerkung, Frauke.
Also ich habe ja mit sehr vielen Menschen zu tun, die in ihrer Kindheit und Jugend in Heimen leben mussten. Und wenn die die Erfahrung der sexuellen Gewalt beschreiben, dann thematisieren wir das auch. Sie sind in diesen Institutionen brutal unterworfen worden. Und sie haben das immer auch als einen Teil der Gewalt und des Gewaltzusammenhangs, in dem sie überhaupt leben, insofern kommt das dir entgegen, Gitti, als Gewalt empfunden. Also die wären nie auf die Idee gekommen, das nicht in diesen Gewaltzusammenhang einzuordnen, sondern es war die Spitze der Erfahrung von Gewalt, die sie erdulden mussten. Und die sexualisierte Gewalt und sexuelle Gewalt, also es ist immer noch die Frage, wie weit spielt das sexuelle Begehren eines Erwachsenen, der Sexualität mit Kindern anstrebt, in diesem Zusammenhang eine Rolle? Und soweit es um das sexuelle Begehren geht, und das wäre dann nochmal ein Punkt, den wir beim Begriff Pädophilie besprechen müssen, dann handelt es sich um sexuelle Gewalt. Aber natürlich, wir haben gerade von der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft einen Sammelband herausgegeben, wo auch diese Begrifflichkeit der sexualisierten Gewalt im Vordergrund steht. Und wir auch gesagt haben, überhaupt, Gewalt in der Erziehung hat eben immer was mit diesem Machtstreben, mit dieser Dominanz zu tun, sich jemanden unterwerfen. Und in diesem Zusammenhang ist dann in pädagogischen Einrichtungen auch immer wieder sexuelle Gewalt einzuordnen. Wir kommen da sicher nochmal drauf zurück. Frau Hohmann, es waren ja Teile der Frauenbewegung und auch sensibilisierte Berufsgruppen, die so ab Anfang, Mitte der 80er Jahre das Thema mit Missbrauch überhaupt aus der Tabuzone holten. Es war damals eine schwierige Auseinandersetzung auch in der Frauenbewegung oder unter den Frauen. Wer gab damals überhaupt den Anstoß? Was war der Anlass und mit welchen Problemen hatten Sie damals zu tun? Wie haben Sie das erlebt? Na, bei Wildwasser war es so, dass zwei Frauen, die in Amerika gewesen sind, den Anstoß gegeben haben, weil sie das da kennengelernt haben, dass Frauen sich zum ersten Mal öffentlich geoutet haben mit dieser Problematik. Und das haben die hier auch gemacht, im Mehringhof. Und waren eigentlich erstaunt, wie stark die Resonanz war damals. Und da haben sich relativ schnell viele Frauen gemeldet. Ich habe davon am Anfang, ich war nicht auf dieser Veranstaltung. Ich hatte aber parallel dazu im Bezirk den ersten großen Fall gehabt einer Kita, wo bei 13 Kindern der Verdacht bestand, dass da sexuelle Gewalt durch einen Erzieher ausgeübt wurde. Und wo eine Kollegin zu mir kam und sagte, wir kommen da nicht weiter mit der Leitung. Es war eine kirchliche Einrichtung. Kannst du zu uns aufs Team kommen und da eine Beratung machen? Das war für mich dann auch gleichzeitig zu Wildwasser. Offenbarte sich da sehr schnell ein Konflikt, weil bei Wildwasser ging es um Missbrauch innerhalb der Familie. Es ging um sexuelle Gewalt an Mädchen und ich war eine Bezirkssozialarbeiterin. Ich habe damals tatsächlich noch im Gesundheitsamt gearbeitet. Vorher, ich habe auch Heimerfahrung gehabt. Ich habe im Hauptkinderheim gearbeitet und eben später an der Schule. Und da habe ich eben die meisten Erfahrungen gesammelt. Und es war schwierig, gleichzeitig auch in der Zeit zu sagen, es gibt noch eine andere Szene. Und bei Wildwasser war der Fokus aber auf Missbrauch an Mädchen. Und am Anfang war das schwierig zu sagen, wir müssen uns auch um die Jungen kümmern. Das war einfach so. Und ich musste da selber meinen Weg finden. Ich war sehr froh, dass es Wildwasser gab, dass es da einen Ort gab, wo man sich austauschen konnte über die eigenen Geschichten. Ich würde auch nicht sagen, so wie am Anfang, dass Wildwasser kein Gehör gefunden hat. Wir hatten 85 einen bundesweiten Kongress, vorbereitet von SEKIS, der Selbsthilfeorganisation Wildwasser und dem Bezirksamt Kreuzberg.
mit unserem Stadtrat, wie sag mal noch, Alice Huber, und dann gefolgt von Bruni Date. Also muss ich sagen, und also ich hatte immer ein großes Glück in der Arbeit, dass ich Grüne auf der politischen Ebene, Grüne Verbündete hatte. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie die Frage war, aber die Probleme, die es gab. Die Probleme, die es gab, dass es ganz schnell anfing, nervig zu werden für Außenstehende, die sagten, oh, immer diese betroffenen Frauen und jetzt im Fernsehen und überall, das nervt, und es ist relativ schnell umgekippt. Ein Problem war, glaube ich, auch, dass es damals einfach nicht opportun war, sagen wir mal, mit staatlichen Behörden zusammenzuarbeiten, jedenfalls nicht mit Polizeibehörden, mit Staatsanwaltschaften und so weiter. Also Wildwasser war immer dafür, Anzeige zu erstatten, wenn die Frau das will, auch im Nachhinein. Und, das ging ja nicht, die Verjährung war ja schon immer eigentlich abgelaufen. Aber von der Beratung her, dass man auch Müttern sagt, wollen Sie nicht eine Anzeige machen, oder dass man jungen Frauen geholfen hat, die auch zu begleiten, zu Gerichtsverhandlungen. Auf der anderen Seite war es aber auch so in der Anfangszeit, dass wir untereinander einen starken Druck hatten und auch ausgeübt hatten, dass eigentlich so gesagt wurde, wir müssen unsere Angehörigen konfrontieren. Und das war das würde man heute nie mehr machen. Da würde man sagen, dass jede Frau muss da ihren Weg finden, wie sie damit umgeht, auch in der Öffentlichkeit. Wir hatten nach diesem großen Bundeskongress in der Akademie der Künste so eine Abschlussveranstaltung, und da sind wieder sehr viele Frauen aufgestanden und haben gesagt, auch ich. Viele Männer haben da geweint. Die haben gesagt, ich kann das nicht mehr hören. Hört auf. Also es war so eine Mischung von starker Betroffenheit und dann aber auch relativ schnell wieder so zur Tagesordnung überzugehen. Soweit mal, ich komme halt noch mal drauf zurück. Wenn man sich diese Zeitspanne mal anguckt, wenn man davon ausgeht, dass in Mitte der 60er Jahre das, was wir heute unter sexueller Revolution verstehen, begann, und es dann 20 Jahre gedauert hat, bis die Frauen sozusagen dieses Thema thematisieren, also diese Missbrauchsdiskussion angestoßen hat. Das ist eine sehr lange Phase. Und es ist heute, glaube ich, ganz, ganz schwer zu erklären von Menschen, die damals nicht in dieser Szene, nicht in diesem Milieu waren, nicht in diesem linken Milieu waren, zu erklären, wie konnte es dazu überhaupt kommen. Herr Kappeler, im Rahmen wir haben es ja mit einer Liberalisierungsbewegung zu tun, mit einer Aufklärungsbewegung, die ja etwas wollte. Im Rahmen dieser Aufklärungsbewegung haben viele Gruppen Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung, Menschen mit, sage ich mal, mit Orientierung, die eher randständig waren, sage ich jetzt mal, vorstellen, versucht, ihre Interessen durchzusetzen, und haben dazu auch Institutionen wie zum Beispiel den Kinderschutzbund oder Pro Familia und so weiter für sich in Dienst genommen. Würden Sie heute sagen, das sind einfach Kinderkrankheiten der Bewegung damals gewesen? Waren wir einfach blind? Oder würden Sie mit Adam Sobuschitzky in der Zeit, er hat es neulich ausgeführt, von einem pädophilen Antifaschismus reden? Also diese Frage, wie konnte es kommen, haben wir ja früher eigentlich unseren NS-verstrickten Eltern gestellt. Jetzt fragen uns jüngere Leute, wie konnte es dazu kommen. Welche Antwort haben Sie darauf? Also ich bin 73 Jahre alt, und meine Kindheit und Jugend war geprägt von der Erfahrung der Diskriminierung meiner Sexualität als Kind und Jugendlicher. Ich habe in meinem Buch Anvertraut und ausgeliefert ein ganzes Kapitel über das Onanieverbot geschrieben und dort gesagt, dass die Diskriminierung und die Bestrafung der Äußerungen
der sexuellen Äußerung, Wünsche und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sexuelle Gewalt ist. Ich habe dort auch Beispiele gebracht, wie in Institutionen der öffentlichen Erziehung mit Kindern, mit Jugendlichen umgegangen worden ist, die von den Erwachsenen, von den Erzieherinnen und den Erziehern, wie man sagte, erwischt worden sind, wie sie Unzucht getrieben haben. Oder nie sich gegenseitig gestreichelt haben. Andere Formen des Ausdrucks ihrer sexuellen Bedürfnisse. Und diese Erfahrung einer sexuellen Unterdrückung, die war epochal oder generationenspezifisch. Bei Mädchen und bei Jungen in unterschiedlichen Ausdrucksformen, aber die betraf uns fast alle. Und es gab darüber auch keine Möglichkeit zu reden. Das Ganze war mit einem Schweigen, mit einer Abwehr zugedeckt. Auch das ein Teil dieses Gewaltzusammenhangs. Und für mich war diese Debatte über Sexualität und Herrschaft, die um 68 herum, in den langen 68ern, wie man sagt, davor und danach begann, und wo es viele, auch heute noch hochinteressante Texte zu gibt, die damals veröffentlicht wurden, Raimund Reiche und andere. Und auch der Rückgriff auf die Sexpol-Bewegung und ihre Literatur aus den 20er Jahren. Das alles war für mich eine Art von umwerfender Erfahrung. Das war ein Teil wirklich von Befreiung. Dieses Herrschaftszusammenhangs, Sexualität und Herrschaft. Und wir haben damals auch verstanden, dass die Unterdrückung der Sexualität zu dem Instrumentarium gehört, Herrschaft in dieser bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft zu sichern. Das war eine ganz entscheidende Erkenntnis. Und es gehörte dann nicht nur nebenbei, sondern ganz zentral zu den Anliegen, gegen diese Form der Unterdrückung anzukämpfen. Das, glaube ich, ist wichtig, auch wegen der historischen Einordnung, um zu verstehen, dass dann im Zuge dieser Befreiung der Sexualität, das war der Anspruch, es war der Anspruch, von heute aus gesehen, mit allen Unzulänglichkeiten, von heute aus gesehen, mit dem Wissen, wie das in einer patriarchalen Gesellschaft, in der auch wir linken Männer zum Beispiel patriarchal befangen waren, wie kurz gegriffen das alles war. Aber es war der Anspruch und es war der Ausgangspunkt. Und in dieser Situation muss ich für mich sagen und kann ich auch für andere sagen, ist es sehr schwer gewesen, eine Sensibilität zu entwickeln für die Übergänge, wo das, was wir unter Befreiung der Sexualität verstanden, selbst wieder Gewaltzusammenhänge wurden. Mir ging es vielleicht noch besser als anderen, weil als es alles begann, hatte ich schon 3 Kinder. Und außerdem war ich schon Erzieher und kannte Situationen in den Heimen. Und ich wusste, wie wichtig das war, dass Pädagoginnen und Pädagogen eine ganz klare Auffassung davon hatten, wie sie mit ihrer eigenen Sexualität in ihrem beruflichen Zusammenhang umzugehen haben. Das war mir eigentlich immer klar. Und trotzdem, muss ich sagen, habe ich zum Beispiel diese Entwicklung, dass Männer, Frauen ihre sexuellen Bedürfnisse versucht haben, mit Kindern zu realisieren, nicht scharf genug gesehen. Das ist erst im Laufe der 80er Jahre allmählich wirklich deutlich geworden. So viel vielleicht. Das nochmal ergänzen, und zwar aus einer anderen Perspektive, aber vieles teile ich absolut, und zwar auch aus zum Beispiel Frauensicht oder als junge Frau, die also das waren die 70er, wo eigentlich immer noch so Fragen von wie weit kann man eigentlich mit einem Mann locker ins Bett gehen oder nicht? Ist man dann gleich eine Hure oder was heißt das eigentlich? Ja, wie wird man dann von anderen, also von Männern, aber auch von Frauen angesehen? Ja, das war ja alles eine unheimlich verkrustete Sexualität, wo eigentlich nur das, was in der Ehe stattfindet, akzeptabel war, so im breiten gesellschaftlichen Feld. Und
Da war das Gefühl, wir machen das anders und wir machen Kommunen oder Wohngemeinschaften und da laufen alle nackt rum oder all diese ganzen Sachen, war eine Form von was auszuprobieren, was Freiheit auch einen Weg zu weisen schien in mehr selbstbestimmte Sexualität und Freiheit. Und da, also ich habe zu der Zeit in 70er Jahren, habe ich ja nicht nur, dass ich Sozialpädagogin bin, sondern auch Jugendarbeit gemacht. Die Kinder liefen teilweise da nackt rum. Ja? Das war einfach auch ganz selbstverständlich und wir wollten das ja auch, dass die Kinder sich selbst bestimmen können. Dass dann auf einmal Grenzüberschreitungen stattfanden oder so. Also ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, wo ein Freund von mir, der eben auch mit mir Jugendarbeit machte, völlig geplättet von der Toilette kam und sagte, die so und so, ein kleines Mädchen, die wollte zugucken und anfassen, wo er pinkeln war. So, das gehörte dazu, er war völlig irritiert, kam da raus und sagte, ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten sollte, weil, also das geht doch zu weit oder wie gehen wir damit um? Da haben wir darüber diskutiert, wie gehen wir mit sowas um, ja, weil wir hatten das Gefühl, das geht nicht, aber es gab eigentlich gar nichts, wo es so Anhaltspunkte gab, was ist denn der richtige Orientierungsfaden? Und ich muss sagen, also und die Diskussion über sexuellen Missbrauch, dank Florence Rush, das bestgehütete Geheimnis, das kam aus den USA hierher. Das war das erste Buch, das war bahnbrechend und das war Ende der 70er Jahre. Und da hat also Alice Schwarzer, obwohl an vielen Punkten teile ich ihre Position überhaupt nicht, aber die Emma hat es aufgegriffen und zum Thema gemacht. Und damit war das ein Anhaltspunkt auch für, ich denke, viele Frauen, wie geht man mit diesen ganzen Fragen auch um? Und insofern hat uns das dann auch weitergeführt. Und damit war es dann auch in der Bewegungstaz. Naja, die Taz ist ja erst 79 gegründet worden und damit fing dann nochmal was anderes an. Ich habe zu der Zeit als Journalistin dann angefangen zu schreiben. Dadurch kenne ich ja auch Frauke Hohmann zum Beispiel aus dieser Zeit damals, weil ich die dann teilweise auch interviewt habe zu eben, wenn in Kindertagesstätten oder so Missbrauch auftaucht und das öffentlich zu machen. Und dann ging eine Diskussion los, wo einerseits das thematisiert wurde, aber zu viel thematisiert war dann auch nicht in Ordnung. Und dann kamen auch die linken Männer, ich denke, die fühlten sich dann auch durch die Stärke der Frauen auf eine bestimmte Art und Weise bedroht oder in Frage gestellt mit auch ihrem Ansatz von Sexualität zwischen Männern und Frauen, war ja nun nicht alles tutti, nur weil wir alle befreit sein wollten, sondern es waren ja viele Schwierigkeiten. Es gab ja die Diskussion zum Beispiel auch, weil das fiel mir jetzt in nochmal das so reflektieren alles ein, die Diskussion über, gibt es einen vaginalen Orgasmus? Ja? Wir haben darüber diskutiert, ob Frauen einen vaginalen Orgasmus haben können oder nur einen klitoralen oder so. Das waren alles so Diskussionen, die heute, glaube ich, kann man sich das oft gar nicht mehr vorstellen, also bei den Jüngeren, was da alles stattgefunden hat, was alles öffentlich miteinander ausgetragen wurde. Und gleichzeitig wurde damit natürlich auch angegriffen, bestimmtes Verständnis von Sexualität von Männern, von linken Männern auch natürlich. Und da fühlten die sich, glaube ich, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, so angegriffen, dass sie dann wieder auch so Gegenoffensiven versucht haben, auf eine Art und Weise zu starten, wo sie uns Feministinnen als Brüte dargestellt haben. Und es ging dann so weit, dass sie bestimmte Themen nicht so in die Zeitung mehr reinbringen wollten. Das teilen Sie ja auch, Frau Hohmann, diese Erfahrung. Ja, ich kann mich erinnern an eine Veranstaltung in der TU-Mensa, als der Film, der in Panorama abgesetzt wurde von einem Abbruch, der wurde ja rausgenommen und der wurde da gezeigt und diese Veranstaltung war für Männer geschlossen. Und draußen standen die Männer und hämmerten gegen die Tür, wir wollen hier rein, und von drinnen wurde gerufen, wir sind hier kein Puff. Männer, verpisst euch, keiner vermisst euch. Ja, also an viele Sachen, das ist irgendwie so abenteuerlich. Wer zweimal mit demselben pennt, gehört schon zum Establishment. Das, ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, für mich, ich habe mich da auch ganz oft stark unter Druck gefühlt und habe gedacht, ich kann gar nicht so progressiv sein, das geht mir alles viel zu schnell. Und wenn ich mir heute Fotoalben ansehe
so, die würde ich auch nicht mehr allen Leuten zeigen, wie wir rumgelaufen sind. Am Bullenwinkel war der erste Nacktbadestrand, ja. Oben lagen wir da, unten gingen die Wannsee-Besucher spazieren und haben sich geschüttelt. Und an der Seite saßen die türkischen Gastarbeiter und guckten sich diese Szene an, ja. Es war schon manchmal wirklich hart an der Grenze. Und die Kinder wurden da relativ schnell aus dem Blick gelassen. Und ich habe so in den 90er Jahren, hatte ich eine Beratung von Erzieherinnen, die brachten mir auch ein Fotoalbum mit und sagten, das haben sie jetzt gefunden, wo sie den Vater in Verdacht hatten, dass da irgendwas läuft. Und da habe ich gedacht, solche Fotos sind auch bei uns im Album. Ja, was ist denn jetzt die Wahrheit, ne? Und woran orientiere ich mich? Es war dann schon 20 Jahre später. Also die Zeit war schon so, dass das, also ich kam vom Dorf und habe gedacht, wow, Berlin, ja, da kann ich mich selbst verwirklichen. Aber das Erste, was ich gemerkt habe, hier wird man in eine Schublade gesteckt, man muss sich entscheiden, wo gehöre ich hin? Und da gab es also, zu welcher K-Gruppe gehöre ich? Gehöre ich zu den Atzen? Gehöre ich zu irgendeiner K-Gruppe? An der Fachhochschule war das so. Und man wurde eingeordnet oder zu den Spontis. Ja, aber man konnte eigentlich nicht mal hier und dahin gehen, sondern man wurde zugeordnet. Und später in den 80er Jahren war es so, da war das in Kreuzberg schon zum Teil so verhärtet, wenn es zum Konflikt kam, wir wurden eingeladen ins Heilerhaus bei einer pädophilen Versammlung mit dem Anwalt und die erste Frage war, auf welcher Seite der Barrikade steht ihr? Und wenn ihr hier weiter Druck macht in Bezug auf Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen, dann könnt ihr hier aus Kreuzberg verschwinden. Das war die andere Seite der Medaille. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Ich möchte aber mit Ihnen noch eine Runde gerne machen, bevor ich es ans Publikum gebe. Also meiner Beobachtung nach gibt es bestimmte Wellen in der Debatte um sexualisierte Gewalt oder sexuelle Gewalt, je nachdem, wie wir das jetzt nennen wollen. Es gab in den 80er Jahren die erste Phase. Es gab dann Mitte der 90er Jahre nochmal eine Phase. Das war in der Zeit, als sexuelle Gewalt im Bundestag debattiert wurde, als es die ersten Gesetze gab. Und jetzt gibt es wieder so eine Welle der Debatte. Und Sie haben, also was ich beobachte, ist, dass es egal, um welche Klientel es geht, die da dann gerade im Fokus steht, dass es immer unglaublich schwer für die, sozusagen für die Täter oder die Unterstützer in Anführungszeichen, so schwer ist, mit diesem Thema umzugehen. Herr Kappeler, Sie haben die Grünen in dieser Auseinandersetzung vor den Wahlen als charakterschwach öffentlich bezeichnet in Ihrem Umgang mit diesem Thema. Mich würde mal interessieren, was erwarten Sie, und zwar unabhängig von den Grünen, was erwarten Sie von Institutionen oder Personen oder Parteien, die in dieses Problemfeld involviert sind? Was an Umgang? Ja. Also nach der Aufdeckung der sexuellen Gewalt in den pädagogischen Einrichtungen, nach der in der Öffentlichkeit stattfindenden Aufdeckung, das war ja alles schon lange bekannt und niemand, der ein bisschen Ahnung hatte in dem Bereich der öffentlichen Erziehung in pädagogischen Einrichtungen, hätte eigentlich davon überrascht sein können. Und es gab viele, viele Hinweise vorher. Also diese Debatte, die kam nach dem Aufdecken im Canisius-Kolleg hier in Berlin, kurze Zeit später in der Odenwaldschule 2010, 2011. Und schon 2003 haben ehemalige Heimkinder gegenüber der Öffentlichkeit mit Stellungnahmen an den Bundestag, mit ihrer Petition, die sie eingereicht haben 2006, diesen Zusammenhang umfassend dargestellt. Im Bundestag, im Petitionsausschuss. Kein Mensch hat darauf reagiert. Ich habe darüber geschrieben. Kein Mensch hat darauf reagiert. Also, solange sich das
in einer relativ eingegrenzten politischen Szene und in einem Fachdiskurs bewegte, hat sich die Öffentlichkeit nicht aufgeregt. Erst mit Peter Wensierskis Buch Schläge im Namen des Herrn, Spiegelautor. Oder mit dem Aufdecken in den Printmedien, im Fernsehen, im Rundfunk, wurde es auch zu einer politischen Frage, an der niemand mehr vorbeikam. Und bis es zu diesem Punkt kam, haben die Verantwortlichen in den Institutionen, die es wussten, aus dem Bestreben heraus, die Institution zu schützen, den ganzen Gewaltzusammenhang verschwiegen, vertuscht, unter den Teppich gekehrt. Es ging immer darum, die Institution zu schützen. Es ging nie darum zu fragen, was ist mit den Opfern? Und wie können sie geschützt werden? Und wie können wir versuchen, den Schutz für Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen wirklich zu verbessern? Es ging immer darum, die Sache möglichst aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Und das war vollkommen egal, ob sich das um die Kirchen handelte, um die evangelische, die katholische, das diakonische Werk, den Caritasverband, oder ob es sich um die Odenwaldschule handelte, die damals wirklich auch in einem linksalternativen Milieu angesiedelt war, sich selbst so verstand, oder ob es sich um staatliche Institutionen handelte. Diese Tendenz war überall gleich. Und deswegen habe ich gesagt, man muss von den Tätern weg auf die Strukturen gucken. Weil in dem Moment, wo es öffentlich wurde, haben alle Verantwortlichen der Institutionen geschrien, die Täter. Und der Vatikan hat gesagt, das Unglück sind die Homosexuellen. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet und was es für Wirkungen gehabt hat auf Schwule. Der Vorsitzende des Verbandes der Schwulen Lehrer in Berlin hat mir erzählt, dass nach dieser Debatte über das Codizes-Kolleg, über die Odenwaldschule, sie auf einmal in den Kollegien wieder ganz distanziert und misstrauisch behandelt worden sind. So. Also, der Ruf fasst die Täter sind es, die Pädophilen, dann auch noch in dieser Gleichsetzung von Pädophilie und Homosexualität, das habe ich für ein gigantisches Ablenkungsmanöver gehalten, um sich von der eigenen Verantwortung, um sich der nicht stellen zu müssen. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen an die Strukturen ran und die Leute müssen in die Auseinandersetzung, die die Strukturen zu verantworten haben. Und dann, in dem Zusammenhang, können wir auch über Täter und Täterinnen reden. Aber nicht umgedreht. Das war der Punkt. Ja, auf der anderen Seite, also ich teile das und gleichzeitig, du sprichst jetzt auch von Institutionen und insofern Familie ist ja auch eine Institution. Es war das Erste, die besonders angegriffen wurden, auch als Erstes, Väter als Täter. Das ist auch hier ein Ausstellungsstück jetzt, also benutzt worden von Barbara Kavemann und Ingrid Lostöder war das Buch. Die haben das aufgebracht, als dass tatsächlich auch in den Familien der Missbrauch, die sexualisierte Gewalt an Kindern ganz stark existiert und vertuscht wird. Und da ging es ja auch um den Schutz der Institution Familie quasi. Deshalb wurden dann ja auch ganz stark die Feministinnen zum Beispiel angegriffen, dass wir sozusagen die Familie kaputt machen wollten. Ja? Also das gehört auch noch in den Zusammenhang einerseits und andererseits denke ich, weil das ist so immer diese Frage, wer hätte denn höhere Sensibilität früher schon haben müssen. Also klar, wir Feministinnen haben unheimlich gekämpft, aber es waren gerade die Medien, die jetzt zum Beispiel auch ganz stark ja, sich hingestellt haben und gesagt haben, die Grünen, die haben das alles nicht richtig erkannt und die müssen jetzt mal ran, die in der gleichen Weise berichtet haben. Dieses Lolita-Bild zum Beispiel mit Covern bei Stern und bei Konkret und ich weiß nicht wem oder Geschichten auch. In die kleine Lolita, die die Verführerin der Männer sozusagen ist. Ja? Das sind ja Bilder gewesen, die da existiert haben und das haben die Medien gerne aufgegriffen. Und die haben also, finde ich, wenig selbstkritisch, auch überhaupt jetzt diese ganze Thematik. Die haben zwar mal auch was aufgegriffen, aber insgesamt finde ich sehr wenig eigentlich dazu gemacht, zu ihrer eigenen Rolle. Und da muss man auch mal hingucken, weil die beeinflussen ja auch wieder dann das gesamte gesellschaftliche Umfeld, den Diskurs ganz stark. Ja. Mhm. Und das
finde ich, müsste auch dann nochmal genauer mit thematisiert werden. Wir könnten jetzt noch eine ganze Runde über die Medien machen, das möchte ich jetzt aber nicht machen, weil ich Ihnen Gelegenheit geben möchte, nochmal auch sich hier zu melden und hier Ihre Beiträge zu machen. Es gibt, glaube ich, ein Mikrofon, vielleicht aber noch einen Satz zu den Medien. Es hängt natürlich, geht die damit auch zusammen, dass Medien immer auf Geschichten, auf personalisierte Geschichten gucken und nie auf Strukturen, weil Strukturen einfach kompliziert und langweilig sind und das kann man nicht erzählen. Das ist der ganze Hintergrund. Aber jetzt möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, sich hier auch an der Diskussion zu beteiligen. Saalmikrofon. Gibt es da hinten? Ich bin Thomas Pirk, ich bin queerpolitischer Sprecher der Abgeordnetenfraktion hier in Berlin von den Grünen und wir sind gerade dabei, dieses Thema sehr intensiv aufzuarbeiten für den Berliner Landesverband, weil bei uns ging tatsächlich die Debatte länger als in anderen Landesverbänden, wahrscheinlich bis Mitte der 95. Sie haben eben das Thema Homosexualität in dem Zusammenhang genannt. Es ist sicher völlig falsch, dass es den Homosexuellen alleine zuzuordnen, aber man muss natürlich, wenn man die Geschichtsaufarbeitung richtig macht, tatsächlich auch in Blick nehmen, dass die Forderung der Abschaffung oder zumindest der Relativierung der Paragraphen 174 und 176 eine Kernforderung lange Zeit auch der Schwulenbewegung war. Das sage ich selbstkritisch als Schwule. Auch ich selber habe ein Papier entdeckt, was ich 1980 in Krefeld mitformuliert habe bei einer Gründung einer homosexuellen Initiative, wo diese Forderung verklausuliert drin stand. Und der Bundesverband Homosexualität hat bis zu seiner Auflösung 1997 diese Forderung gehabt und uns als Grüne 1994 noch heftig kritisiert, weil wir damals schon diese Forderung nicht mehr für akzeptabel hielten. Und insofern ist es auch ein Teil der Geschichte, dass die Schwulenbewegung auch einen Teil der Mitverantwortung dafür heute tragen sollte. Und ich finde, die Menschen, die damals aktiv waren, tun das ja zum Teil schon, aber sollten es noch intensiver tun. Da ist noch eine Debatte, auch wie wir hier sie führen, eigentlich überfällig. Genauso wie wir sie bei den Grünen jetzt führen. Ich wollte jetzt nicht von dem Thema Grüne ablenken, sondern als Schwuler hier sozusagen sprechen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Ich habe niemanden gesehen. Da hinten und dann hier. Da hinten auch. Also 1, 2, 3. Mein Name ist Brigitte Engler. Ich war mal Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus von 90 bis 95. Und ich war Sozialpolitikerin und kam aus dem Osten. Und die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass unsere schwulen Kollegen, wir waren so 3, 4 in dem Parlament, sich sofort in den Jugendausschuss bewegt haben. Und dort haben sie versucht, Themen in den Vordergrund zu schieben. Wir müssen jetzt in den Schulen unsere schwulen Themen zur Debatte bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mit diesen Themen vorher nicht so sehr vertraut und dachte mir, es gibt vielleicht andere Themen, die wichtiger sind. Und wenn ich dann gesagt habe, da ging dann, also am Rande ging dann auf die Pädophilie-Debatte innerhalb der Fraktion los. Und ich sage, ich habe einen kleinen Sohn und ich möchte eigentlich nicht, dass er in diese Strukturen mit hineingerät. Und ich bin fuchsteufelswild geworden und bin dann in die rechte CDU, CSU-Ecke von diesen schwulen Männern gedrängt worden und fühlte mich irgendwie bei den Grünen falsch. Und habe dann festgestellt, hier gibt es offensichtlich sehr, sehr unterschiedliche historische Traditionen, West wie Ost, die mich erschrocken gemacht haben, weil sie einfach für uns nicht nachvollziehbar waren. Wir sind in den 70er Jahren, das kann ich dazu sagen, mit unseren Kindern in den Wochenenden genauso nackend baden gegangen, ohne dass wir da in irgendeiner Weise sexualisierte Gewalt ausgeübt haben. Und wir haben zur Kenntnis genommen, dass unsere Kinder etwa so mit 11, 12, 13 anfingen, sich wieder Hosen anzuziehen. Das fanden wir auch ganz legitim. Vorher hat uns das nicht gestört und die auch nicht. Das haben wir auch später mit ihnen besprochen. Jetzt sind die 34 und die können uns das also sicherlich sagen. Soweit dazu. Hier vorne? Also hier, vielleicht ist es näher vom... Okay, hier vorne hat sich... Bitte?
Ja, hallo. Ich bin Uta Ottmüller, Psychohistorikerin und Soziologin. Ich finde es sehr gut, dass zu diesem Thema jetzt hier mal gesprochen wird in einer nicht ganz so normierten Art, wie das doch meistens der Fall ist. Also ich verfolge die Debatten, wo ich kann und finde immer, dass es da sehr, sehr viel Heuchelei gibt. Wir tun so, als ob wir wüssten, was ist der korrekte Umgang oder der richtige, vielleicht sogar einfühlsame Umgang mit kindlicher Sexualität. Und ich finde, das ist doch sehr, sehr dünn gesät. Also, und es ist auch, wenn man so interkulturell guckt, gibt es da sehr, sehr unterschiedliche Normen. Also, ich weiß nur zufällig, dass irgendwie in Japan auch bis wahrscheinlich nah an die Gegenwart dran, das als ein normales Beruhigungsmittel für kleine Jungs galt, dass man ihnen ihren Penis massierte. Also das will ich nicht propagieren, aber andererseits, also mich hat das auch sehr betroffen, was Herr Kappeler gesagt hat. Ich habe das auch in Erinnerung, dass man in Kinderheimen halt so liegen musste, dass die Hände sichtbar neben dem Kopf liegen. Und ich frage mich, ist das keine Gewalt gegen den Körper? Und vielleicht noch eine Impression aus meinem persönlichen Leben, als mein Sohn 4 bis 6 Jahre alt irgendwie so war, und das werde ich nie vergessen, waren wir mal zusammen in der Badewanne. Und dann sagte er, er würde jetzt gerne irgendwie seinen Penis bei mir reinschieben oder so. Ich weiß nicht, mit welchen Worten. Und mir fiel wirklich kein besseres Argument ein, als zu sagen, dann komme ich ins Gefängnis oder so, wenn ich das mache. Ja, und das ist ja auch ein Appell an Gewalt. Ne? Also ich denke, dass wir als Kultur auch relativ hilflos da erstmal sind. So. Okay. Danke. Da hinten war eine Wortmeldung. Ich verstehe gar nichts. Okay, mit der Kultur, das möchte ich nochmal aufgreifen, das ist, finde ich, ganz wichtig. Ich bin Betroffene, ich habe mich geoutet, ich habe neulich mal mit einigen anderen überlegt, wie viele geoutete Betroffene, Missbrauchsbetroffene es in Deutschland wohl gibt, die auch irgendwo in Erscheinung treten, und das sind vielleicht 1200. Und wir haben dann überlegt, wie viele davon sind sogenannte Experten, also Politiker, Medienexperten, Wissenschaftler, Pädagogen, Lehrer. Und es sind verdammt wenige. Die das machen, sind meistens in Initiativen aktiv, sehr aktiv, haben sehr viel bewirkt für die Sache. Und das ist eine Frage, die ich jetzt an Sie richten möchte. Wo sind die? Wir sind in Deutschland, gibt es 9 Millionen Missbrauchsopfer, schweren Missbrauchs im strafrechtlichen Sinne, also das, was man beischlafähnliche Handlung nennt. Und 1200 haben sich geoutet, das ist ein Promillebereich. Wo sind die oder wie kann man die aktivieren? Denn dann, wenn wir die hätten auf unserer Seite, auf den Gazetten, dann wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Sonst sind wir immer so wenige. Ich glaube, darauf können wir in der nächsten Runde nochmal drauf zurückkommen. Ich habe jetzt leider, weiß nicht, ob sich hier, weil ich jetzt da hingeguckt habe, ob sich hier noch jemand gemeldet hat. Niemand? Sie dürfen auch was. Gerne. Klar. Ich möchte noch zu Ihnen was sagen. Wir haben immer gehofft, in den 90er Jahren habe ich in einem Kinderschutzteam gearbeitet in Kreuzberg. Das war ressortübergreifend. Ich habe für den Bereich Volksbildung gearbeitet mit Dirk Jordan zusammen und habe alle Schulen beraten in Bezug auf sexuellen Missbrauch. Und ich habe immer gehofft auf aktive Schwule, die uns unterstützen. Und ich habe aber sehr oft gehört, dass schwule Männer gesagt haben, wir wissen, was Diskriminierung heißt. Und die Pedos, so wurden die nämlich damals genannt, allgemein, die Pedos sind die letzte diskriminierte Gruppe. Und das wollen wir nicht. Wir sind solidarisch mit denen.
Und das fand ich immer schwierig. Und in der Zeit, bis in die 90er Jahren, wussten wir, dass viele von diesen Männern, die sich in Kreuzberg gesammelt hatten, die da eine Meldeadresse hatten, die zum Teil aus der ganzen Bundesrepublik kamen. Ich habe alleine 3 Sexringe ausgehoben in Kreuzberg. 86 kam ich an die Schule. Da wurde ich von Schülern einer 7. Klasse begrüßt. AIDS wie Gates, HIV, ab in die Kiste. Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Und 3 Wochen später wusste ich, dass 12 dieser Jungen einer Klasse aus einem Sexring kamen. Unter anderem missbraucht worden von Dieter Uhlmann, der bei den Grünen sehr aktiv war. Fred Karst, ich sag jetzt einfach die Namen, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. 13 Mal vorbestraft, einschlägig. Und können Sie sich vielleicht vorstellen, wie verzweifelt wir waren, als wir, ich habe ja immer mit den AL-Frauen zusammengearbeitet und einige haben sich erlaubt, mal die Kartei durchzusehen. Und die sagen, die sind alle hier in der Kartei. Warum passiert hier nichts? Und darüber bin ich immer noch total sauer. Und ich finde, als die Sache mit der Odenwaldschule aufflog, das erste Mal bekannt, Ende der 90er Jahre, hätten die Grünen ihr Gedächtnis aktivieren müssen. Da hätten sie getriggert sein müssen. Denn ich weiß, mein Mann, der ist Sonderschullehrer, als er mitkriegte, die Odenwaldschule, sagt er, doch bitte nicht die Odenwaldschule. Hab zu ihm gesagt, was denkst du denn? Denkst du, das sind die Guten? Natürlich gibt es das überall. Immer wieder rede ich, das ist nicht nur ein schichtenspezifisches Problem. Es gibt überall. Und nochmal zu den Schulen. Unsere Schüler, die in großer Zahl missbraucht wurden, in Kreuzberg SO 36, die haben nie von den Pedos geredet, sondern die haben immer von den Schwulen geredet. Noch so eine schwule Sau. Noch sowas. Es war unglaublich viel Arbeit, mit Schülern darüber zu reden, über Homosexualität, weil das so belastet war. Und ich finde es unheimlich schade, dass die linken schwulen Männer so lange gebraucht haben, um für sich da auch so eine Grenze zu ziehen. Noch eine Wortmeldung, wir müssen dann, glaube ich, das Publikumsforum schließen. Ja, ich finde es etwas problematisch, dass jetzt in sehr starkem Umfang von den Homosexuellen die Rede war, denn die haben der größere Teil der missbrauchten Kinder wird nicht von Homosexuellen missbraucht, um das mal ausdrücklich auszusprechen. Ich bin aber selbst ein schwuler Mann mit pädosexuellen Fantasien und ich glaube, es haben natürlich die Pädosexuellen, nachdem die Schwulen ihre Emanzipation, eine sehr bürgerliche Emanzipation immerhin aber doch erkämpft hatten, haben natürlich versucht, sich da unterzukommen und die Schwulen also auch insoweit so die Schwulenbewegung zu funktionalisieren, solange es noch so etwas wie eine Schwulenbewegung gab. Inzwischen ist es ja eine neue Institution. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass ein großer Selbstbetrug auch bei den Schwulmännern im Gange ist. Das heißt, nach meinen Erfahrungen mit 65 Jahren gehe ich davon aus, dass ein sehr großer Prozentsatz der Schwulmänner tatsächlich auf sehr junge Männer im Knabenalter steht, die man also noch gar nicht als Männer bezeichnen kann, auf Männer und Jugendliche. Und wenn man sich die Geschichte der prominenten Homosexuellen anguckt, also die berühmten Alibi-Homosexuellen wie Shakespeare und Michelangelo und Leonardo da Vinci und Thomas Mann, die standen alle auf Knaben und sehr junge Jünglinge. Und ich denke, es wird in dieser schwulen Generation nicht mehr passieren, dass da eine Art von Wahrheit oder Wahrheitssuche eintritt. Ich denke aber, es wäre überfällig, dass die Schwulen sich selbst eingestehen, dass sie zu einem sehr großen Teil nicht auf Männer stehen, sondern auf junge Männer und sehr junge Männer. Okay, also das. Ja. Also ich würde auch als schwuler Mann hier sprechen und das ausdrücklich zurückweisen. Ich glaube, ein Grund, warum die Schwulenbewegung bei der Debatte
um sexuellen Missbrauch, sexuelle Gewalt und Pädophilie so blind war und so kriterienlos war, weil uns die Welt der Kinder als schwule Männer einfach so weit weg war. Damit hatten wir im Alltag, zumal in jenen Zeiten, eigentlich gar nichts zu tun. Und wir konnten uns eigentlich nicht in die Perspektive von Kindern hineinversetzen. Das Einzige, was wir gedacht haben, und das hat uns so anfällig für bestimmte Diskussionen auch in den Humanwissenschaften gemacht, hat, die gesagt haben, in manchen Fällen schadet es auch gar nicht, das ist alles gar nicht so schlimm. Da gibt es Unterschiede zwischen dem, was Pädophilie ist und was sexueller Missbrauch in der Familie von Mädchen ist, war, dass wir ja alle groß geworden sind unter dem 175, der in meiner Jugend noch bis zur Schutzaltersgrenze von 18 galt. Und wenn ich an meine eigene sexuelle Entwicklung zurückschaue, meine erste Sexualität, da war ich offensichtlich Opfer einer Straftat. Ich fühlte mich bloß nicht so und hatte nicht vor dem angeblichen Täter, sondern vor der Polizei Angst. Und diese Erfahrung, dem Strafrecht zu misstrauen, dem Staat zu misstrauen, der unsere Sexualität diskriminiert hat, haben wir projiziert, und das wurde uns auch als Deutungsangebot geliefert, auf die Situation der Pädophilen, die gesagt haben, das ist das Gleiche wie bei euch und die Kinder wollen es auch und wir sind super behutsam und wir tun keinen etwas, was er nicht will und das schadet auch gar nicht, ist alles Ideologie und bürgerliche Sexualmoral. Das wollten wir da gerne glauben und wir wollten nicht unsolidarisch sein gegenüber einer Gruppe, die etwas gegenüber uns einforderte, was wir gerade gegenüber der Gesellschaft einforderten. Aber jetzt diesen Rückschluss, das ist irgendwie alles dasselbe und wir verdrängen jetzt womöglich alle unsere pädophilen Anteile, das ist wirklich alles Mumpitz und das weise ich auch zurück. Und ich denke, ein großer gedanklicher Fehler, den wir in der Diskussion als Grüne, linke Kriminologen, Humanwissenschaftler und die Schwulenbewegung gemeinsam damals gemacht haben, war der Fehler, dass wir richtig erkannt haben, Kinder haben eine Sexualität. Und es wurde vorhin richtig gesagt, dem Kind zu verbieten, seine Hände unter die Decke zu nehmen und frei mit seinem eigenen Körper umzugehen, ist genauso sexuelle Gewalt gegen dieses Kind, wie wenn der Erwachsene sich erlaubt, unter diese Decke zu greifen. Und diesen zweiten Schritt, den haben wir nicht gesehen, sondern da hat man eher diese Befreiung der Idee, dass das Kind auch ein sexuelles, körperliches, sinnliches Wesen ist, falsch interpretiert mit der Perspektive von Erwachsenen auf erwachsene Kinder, die es eben nicht waren. Und deshalb gilt in diesem Bereich eben im Zweifelsfall für den Schutz und nicht wie sonst im Strafrecht im Zweifelsfall für die Freiheit und die Nichtstrafbarkeit. Das waren, glaube ich, die gedanklichen und konzeptionellen Fehler in unserer Denke und als schwule Männer hatten wir da eine besondere Subjektivität durch die historische Erfahrung und auch die aktuelle Erfahrung, die wir in unserem Coming Out und unserem Leben gemacht haben. Und das ist der Grund von manchen Fehlern, die Thomas hat es gerade angesprochen, die ich gemacht habe und viele in unserer Bewegung viel zu lange da unsensibel auf dieses Thema agiert haben und eigentlich erst in den 90ern das in unserer Bewegung allmählich überwunden haben. Ja, vielen Dank, Volker Beck. Wir müssen jetzt hier einen Break machen, um der zweiten Runde Gelegenheit zu geben, auch noch zu Wort zu kommen. Wir finden hier uns alle am Schluss nochmal zusammen und können vielleicht auch nochmal darauf eingehen. Ich würde jetzt ich bedanke mich erstmal bei Ihnen drei. Und würde die zweite Runde bitten, aufs Podium zu kommen. Und wir hören jetzt den Einspieler Stimmen von, also wenn hier das Podium besetzt ist, hören wir den Einspieler Stimmen von Betroffenen. Ich versuche schon seit längerer Zeit, eine Mail zu schreiben. Und es fällt mir ziemlich schwer. Mir ist heiß und ich bekomme keine Luft. Aber es ist ein weiterer Schritt auf meinem Weg. Während ich hier sitze und schreibe, läuft mir der Schweiß. Mein Herz rast und ich habe Angst. Warum schweigt man 10, 30 oder 60 Jahre? Man erwartet,
dass Erwachsene einen schützen oder dass sie wissen sollten, was mit einem geschieht. Als Kind erwartet man das einfach, wenn man dann nicht geschützt wird. Oder die Erwachsenen verstehen nicht, was das Kind ihnen sagen will, verliert man das Vertrauen. Ich ging nicht mehr zum Sport. Ich hatte meine Sprache verloren. Ich sprach mit niemandem mehr, auch nicht in der Schule. Ich wollte sprechen, aber ich konnte nicht mehr sprechen. Im Kinderheim gab es Fälle von Missbrauch. Ermittlungen wurden eingeleitet. Ein Erzieher wurde versetzt. Über Ergebnisse dieser Untersuchungen wurde striktes Stillschweigen vereinbart. Mit mir als Opfer wurde niemals über diese Vorgänge gesprochen. Ich denke, man ging davon aus, dass Kinder solche Dinge vergessen würden. Ich vergaß. Es blieben Ängste, Kontaktschwierigkeiten, Depressionen. Ich habe immer gedacht, ich werde das schon aushalten und für alle den intakten Menschen zur Schau stellen. Aber ich halte das bald nicht mehr aus. Es war und ist die Hölle. Und ich habe Probleme, alles in Worte zu fassen. Es geschah in der Kirche, in seiner Wohnung, im Auto, auf den Fahrten zur Messe, im Nachbarort. Es hört sich bestimmt blöd an, aber während ich das schreibe, fließen bei mir die Tränen. Bei meinen über 50 Jahren. Ich kann das nicht mehr kontrollieren. Ich möchte eine Stelle, wo das registriert wird. Habe immer noch Probleme, in das Viertel zu gehen, in dem die Schule ist. Ich nenne weder den Namen des Heims noch den des Täters. Aber ich möchte, dass meine Geschichte in der Welt ist. Die Gesellschaft muss damit konfrontiert werden. Ich habe nur sehr wenige Menschen kennengelernt, die mein Aussprechen aushalten konnten. Und das hat mir sehr geholfen. Denn ignoriert worden war ich damit schon viele Jahre in der Familie. Ich habe das an die Stellen weitergeleitet, die etwas tun konnten. Aber wir haben nichts getan. Damals hat mir niemand geholfen und heute hilft mir auch niemand. Irgendwo in mir fühle ich eine Aufregung und den Gedanken an Befreiung. Wenn 10- und 80-Jährige schreiben, dann könnte ich vielleicht auch. Versuch es doch einfach. Naja, einfach ist anders. Tausende von Briefen. Tausend Einzelschicksale. Und es hört nicht auf. Es wird nicht aufhören. Weiter und weiter werden die nächsten tausend kommen. Und mittendrin ich. Doch, tu's. Schreib. Es ist bestimmt eine gute Sache. Schließlich geht es auch darum, ein großes, kollektiv verschwiegenes, uraltes Tabu aus unserer Gesellschaft zu brechen. Wenn ich von tausenden Missbrauchsopfern in meinem Land höre, fühle ich mich nicht mehr so allein. Ich versuche schon seit längerer Zeit eine... Ja, man möchte eine Schweigeminute einlegen nach diesen Stimmen. Ich mache jetzt aber trotzdem weiter und möchte Ihnen die zweite Runde vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Johannes Wilhelm Röhrig. Er ist Betriebswirt, Jurist und Richter. Er arbeitet seit genau 2 Jahren jetzt als unabhängiger Beauftragter für Fragen sexuellen Missbrauchs, also hier auch wieder Missbrauchs an Kindern. Vorher war er Büroleiter oder hat mit Frau Bergmann auf verschiedenen politischen Ebenen zusammengearbeitet, hier in Berlin und dann im Familienministerium, und er fordert kein Schlussstrich unter das Thema sexueller Missbrauch. Neben Herrn Röhrig sitzt Ekin Deligöz. Sie stammt aus der Türkei, ist als Kind, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Sie ist seit 1998 für die Grünen im Bundestag und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden mit ihrem Aufruf: Legt endlich das Kopftuch ab,
wo sie sich in die Kopftuchdebatte eingemischt hat. Sie nahm am runden Tisch zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche und in pädagogischen Einrichtungen teil. Und sie ist auch bei den Grünen mit der Aufarbeitung dieser Geschichte, glaube ich, beschäftigt. Sie ist überzeugt, die Bilanz des runden Tisches war enttäuschend. Und zu meiner Linken und last not least Thomas Schlingmann, Traumaberater bei Tauwetter. Tauwetter ist im Unterschied zu Strohhalm, wo sich Kinder melden können, sexuell misshandelte Kinder, ist Tauwetter die Anlaufstelle für Männer, die als Jungen missbraucht worden sind. Ich nenne es jetzt mal so. Er ist im wissenschaftlichen Beirat der telefonischen Anlaufstelle Sexuelle Gewalt, habe ich gelesen, und er stellt fest, wenn Vorschläge mit Investitionen verbunden sind, wird abgeblockt. Das kennen wir, glaube ich, auch anderswo. Herr Röhrig, ich habe im Koalitionsvertrag gelesen, dass Ihr Amt gesichert sei, so steht es da, in Anführungszeichen, was immer das heißen mag. Ich denke, Sie wissen es auch noch nicht genau, oder wissen Sie, worauf das hinauslaufen wird, das können Sie uns gleich noch sagen. Es war ja eigentlich geplant, Ihre Tätigkeit an einen Kinderbeauftragten zu übergeben, der dann mit allen anderen Problemen, die mit Kindern zu tun haben, befasst gewesen wäre. Also man muss das jetzt fast als Sieg betrachten. Sie haben sich wiederholt kritisch geäußert, wie die Politik die Empfehlungen des Runden Tisches umsetzt. Ist es angesichts der Betroffenheitsbekundungen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, nicht ein Armutszeugnis, dass in den Entschädigungsfonds der Länder bislang, also in den Entschädigungsfonds zahlt 50% der Bund, 50% sollen die Länder bezahlen. Und bislang hat sich hier nur ausgerechnet das arme Land MacPom bequemt. Vielleicht setze ich am besten an dem 30.11.2011. Da hat der Runde Tisch seinen Abschlussbericht beschlossen. Unter anderem auch dann drei Ministerinnen haben dann vor laufenden Kameras verkündet, dass ein 100-Millionen-Euro-Fonds unbürokratisch und sehr schnell zur Verfügung gestellt wird, um Betroffenen sexualisierter Gewalt ergänzende Hilfen zu gewähren, die ihnen über das Opferentschädigungsgesetz oder die gesetzlichen Krankenversicherungen beispielsweise nicht mehr gezahlt werden. Und was dann eingetreten ist, die Zuständigkeit für die Umsetzung des Fonds lag bei der Bundesregierung, nicht in meiner Zuständigkeit. Ich hätte da gerne die letzte Bundesregierung an der einen oder anderen Stelle auch unterstützt, aber ich bin da auch immer nur sporadisch beteiligt gewesen. Das Problem ist, dass da ein Gezerre eingetreten ist zwischen Bund und Ländern, wie denn die Konzeption dieses Fonds aussehen soll. Und tatsächlich ein Jahr und zwei Monate nach Ende des Runden Tisches fand das erste Bilanztreffen statt und bis dahin war noch kein einziger Euro in den Fonds eingezahlt. Das war also ein ganz klares Bild dafür, dass die Politik auf der Bundesebene und aber auch auf der Landesebene bei der Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches nicht die Dynamik und die Geschwindigkeit an den Tag gelegt hat, die Betroffenen versprochen wurde. Und das war wirklich es war gleichzeitig eine Riesenintransparenz. Es wusste auch gar keiner so richtig, wann jetzt irgendwas geschieht. Und das habe ich als unwahrscheinlich schwere Belastung für Betroffene gesehen. Aber jetzt vielleicht bezogen auf das Thema der Aufarbeitung und vielleicht auch kurz auf die Stelle einer oder eines Missbrauchsbeauftragten. Vielleicht als erstes zur Aufarbeitung. Der Runde Tisch selbst war keine Aufarbeitungskommission. Das ist ganz wichtig, als erstes festzuhalten. Der Runde Tisch bestand aus 62 bunt zusammengewürfelten Expertinnen und Experten, von denen man wohl Anfang 2010 die Erwartung hatte, dass sie Vorschläge unterbreiten könnten, wie Defizite für Betroffene sexualisierter Gewalt, Erwachsene im gesundheitlichen, im Hilfebereich, aber auch vielleicht im zivilrechtlichen Bereich,
im Opferschutzbereich, wie solche Verbesserungen aussehen könnten. Auch Vorschläge wurden für den Bereich der Prävention erarbeitet. Das ganz große Manko dieser Konstruktion des Runden Tisches war, dass er den wunderbaren Empfehlungen gar keine Verbindlichkeit beimessen konnte, ob seiner Konstruktion. Und als ich dann ins Amt kam, hatte ich das Problem, dass alle, die am Runden Tisch saßen und die auch jetzt in den Ministerien für den Runden Tisch gearbeitet haben, die waren alle unwahrscheinlich müde. Die waren eigentlich in einem Zustand, dass sie gesagt haben, jetzt haben wir das hinter uns gebracht und jetzt wollen wir damit auch wieder in Ruhe gelassen werden. Und das war dann tatsächlich eine recht schwere Ausgangsposition. Und ich habe mir als dann unbekannter Beamter, der dann der ehemaligen Bundesministerin Bergmann nachgefolgt ist, die Aufgabe gestellt, es muss sichergestellt werden, dass all das, was an guten Empfehlungen auch vom Runden Tisch formuliert wurde, dass das auf jeden Fall in die nächste Legislaturperiode, das ist jetzt die jetzige 18., die begonnen hat, hinübergetragen wird. Und ich werde alles dafür tun mit dem Team, das ich von Christine Bergmann übernommen habe, alles dafür tun, dass das Thema nicht im Sande verläuft. Und dass die, die nach den Empfehlungen des Runden Tisches zum Handeln eigentlich verpflichtet wären, auch aus ihrem Selbstverständnis, dass sie auch tatsächlich agieren. Und so habe ich dann, vielleicht mache ich an der Stelle mal Schluss, sehr viel Initiative da reingesetzt, die großen Dachorganisationen der Zivilgesellschaft, die christlichen Kirchen, die Wohlfahrtspflege und beispielsweise den Sport dazu zu bewegen, den Schutz in ihren Einrichtungen, in ihren Zuständigkeiten für Kinder und Jugendliche zu verbessern, aber zugleich auch, das war der nächste große Punkt, mit Betroffenen gemeinsam und mit dem Fachbeirat, der bei mir eingerichtet wurde, auch auf Wunsch des, das war aber auch dringend notwendig, des Runden Tisches, darüber uns Gedanken zu machen. Und wir haben auch ein Konzept erarbeitet, kann ich vielleicht in der zweiten Runde kurz vorstellen, wie Aufarbeitung von sexuellen Missbrauchsgeschehen in Deutschland, sowohl in dem Bereich, also im familiären Bereich, familiären Nahfeld, aber auch im institutionellen Bereich, aber auch wie sexueller Missbrauch im Zusammenhang mit ritueller Gewalt oder auch zwischen Kindern und Jugendlichen, wie die aufgearbeitet werden kann. Und jetzt bezogen auf den Koalitionsvertrag, ich kann das Wort, das ist eine ganz komische Formulierung drin, ja, das da, ist steht, wirklich cool. Da steht drin, nicht die Stelle wird fortgeführt, sondern da steht drin, die Tätigkeit des Beauftragten, da kommen falsche Bezeichnungen, wird gesichert. Und da bin ich natürlich noch gar nicht sicher, dass diese Formulierung eine Sicherstellung der Fortführung der jetzigen Stelle ist, jetzt unabhängig von meiner Person, und ob damit auch eine von mir geforderte Stärkung der Stelle einhergeht. Das wird dann Aufgabe des Jahres 2014 sein, höchstwahrscheinlich das auszuarbeiten und zu klären. Ich glaube, Herr Röhrig, wie man politisch Druck macht, darüber müssen wir uns nachher noch unterhalten. Also wie man das auf die Reihe kriegt, Herr Schlingmann. Sie kritisieren nicht nur die Umsetzung, Sie waren schon unzufrieden mit den Empfehlungen selbst, habe ich gelesen. Als Berater, der tagtäglich mit Betroffenen zu tun hat, wenn man zum Beispiel jetzt an die finanzielle Entschädigung denkt, ist es das wirklich, worauf die Opfer hoffen, oder geht es ihnen auch um eine symbolische Genugtuung? Symbolisch finde ich schwierig, symbolisch ist leer. Mhm. Finanziell finde ich schwierig, finanziell kann genauso leer sein. Ich glaube, dass wir uns klarer darüber werden müssen, was eigentlich sexualisierte Gewalt bedeutet. Sie bedeutet ein Stück weit, dass ich ausgeschlossen werde, dass ich werde zu einem Gegenstand gemacht, ich bin nicht länger handelndes Subjekt, ich werde zum Objekt gemacht. Und dieser Ausschluss muss aufgehoben werden. Und das bedeutet, dass auf den verschiedenen Ebenen, wo Aufarbeitung stattfinden muss, auf einer gesamtgesellschaftlichen, auf einer institutionellen, in einem konkreten Umfeld, und natürlich bedarf es einer individuellen Bearbeitung, dass auf diesen ganzen Ebenen Betroffene einbezogen werden müssen. Das ist ein ganz zentrales Moment, dass endlich aufgehört wird, über Betroffene zu reden. Und da hat Herr Röhrig wichtige Vorstöße gemacht, sodass mit Betroffenen geredet wird. Ich glaube, dass wichtig ist in dieser Auseinandersetzung, wie kann Aufarbeitung, also was brauchen die Betroffenen jetzt, dass da sehr wichtig drin ist, sowas wie, dass die verschiedenen Etagen, sage ich jetzt mal Ebenen, sich wirklich damit beschäftigen, welche Fehler haben wir gemacht. Das ist etwas, das tut man hier nicht.
Also die ganze Auseinandersetzung um Nationalsozialismus und Antisemitismus ist eigentlich ein Musterbeispiel dafür, wie man eine Auseinandersetzung darum, was ist schiefgelaufen, was haben wir für Mist gemacht, wie man die vermeidet. Und wir erleben gerade wieder etwas ganz Ähnliches. Das wäre aber Voraussetzung dafür, dass überhaupt die Frage beantwortet werden kann, was können wir denn tun, damit sich so etwas nicht wiederholt. Und das ist im Grunde das, womit auch den Betroffenen perspektivisch geholfen ist. Denn die Antwort gibt ihnen Sicherheit. Darum geht es doch. Ich habe als Betroffener, wenn ich sexualisierte Gewalt erlebt habe, eine ganz massive Erschütterung erlebt. Und das muss ein Stückchen aufgehoben werden, indem in der Aufarbeitung klar wird, wir wollen in Zukunft so und so sicherstellen, 100%ige Sicherheit gibt es nicht, ist vollkommen klar, aber wir wollen so und so vorgehen, dass das Risiko gewaltig gedämpft ist, dass solche Geschichten weiter passieren und dass dir konkret das passiert. Ich glaube, das sind viel zentralere Momente, als irgendwo zu gucken, irgendwo Entschädigung, Geld, Anerkennung, damit bewegen wir uns irgendwo auf einer symbolischen Ebene. Da könnte diese symbolische Politik ganz konkret werden und da könnte was umgesetzt werden. Aber was Sie sagen, richtet sich ja an die künftigen potenziellen Opfer. Nein. Das ist ja eine Präventionsmaßnahme. Das ist keine Präventionsmaßnahme. Wenn ich mich damit beschäftige, warum bin ich von meinem Vater sexuell missbraucht worden? Was ist konkret da geschehen? Was für Fehler habe ich gemacht? Was hätte ich anders machen können? Dann geht es ganz konkret darum, wie kann ich vermeiden, wieder zum Objekt gemacht zu werden? Wie kann ich vermeiden, dass mir ähnliche Situationen wieder passieren? Das ist, bezieht sich sowohl auf die Vergangenheit, als auch natürlich geht es dann mit dem Sicheren auch um die Zukunft, klar. Frau Dölligös, Sie sind ja im Moment gerade mit Aufarbeitung in Ihrer Partei auch beschäftigt. Haben Sie da eine Idee dazu? Mich würde auch interessieren, zum Beispiel, es ist ja schwierig, weil das im Wahlkampf passiert ist und es eine, wie wir alle wissen, auch negative Folgen hatten für die Grünen. Mich würde mal interessieren, wie auch die jüngeren Abgeordneten, die jungen Parteimitglieder diese Situation eigentlich sehen? Also ich arbeite ja sehr lange an diesem Thema. Ich war ja auch Mitglied am Runden Tisch und ich war sicherlich aus dem Blickwinkel der Ministerin nicht das angenehmste Mitglied am Runden Tisch. Und als ich die Bilanz kritisiert habe, habe ich nicht nur das kritisiert, was meine beiden Mitrednerinnen und sozusagen Teilnehmerin am Runden Tisch, sondern es ging mir auch darum, dass wir da sehr hochkarätige Menschen tagelang, stundenlang, Wochen, Monate beschäftigt haben, um dann ihnen allen mitzuteilen, was war schön, dass wir darüber geredet haben, aber mehr passiert leider nicht. Das war sehr enttäuschend, weil es waren wirklich qualitativ sehr hohe Ergebnisse. Wir haben ja, Sie müssen sich vorstellen, das war für uns alle eine Herausforderung. Ich kann mich noch erinnern, wir haben ja da eine Anhörung gemacht, das ging über einen ganzen Tag und wir saßen gemeinsam und haben uns wirklich Fall für Fall durchgearbeitet. Und da ging es genau um das. Welche Strukturen existieren, die es erlauben, dass so etwas passiert? Und daraus kommen zwei Konsequenzen. Erstens daraus zu lernen, wie verändern wir die Strukturen, wie analysieren wir sie, das haben Sie ja gesagt, wie können wir Fehler vermeiden, damit in Zukunft so etwas nicht passiert. Das geht natürlich in die Prävention. Das zweite ist zu sagen, niemand kann sagen, es passiert nie. Aber wie reagiere ich, wenn was passiert? Was ist die Reaktion? Und das dritte ist, wie erkenne ich das Leid an, wenn etwas passiert ist? Und an diesen drei Strukturen muss sich eine Organisation abarbeiten. Und das gehört auch zu den Grünen. Wir machen die wissenschaftliche Analyse. Da wird demnächst wieder so ein Etappenbericht rauskommen. Und wir erwarten ja weitere Etappenberichte. Den endgültigen Bericht erwarten wir erst 2014 im Herbst. Das ist eine Aufarbeitung oder Ausarbeitung auch von außen, den Blick zu uns. Das ist wichtig übrigens für jede Institution. Da war die katholische Kirche, hat es ja mit Christian Pfeiffer angefangen, hat es beendet, hat nicht einen neuen Auftrag gegeben. Das ist ein Fehler. Das ist wirklich ein Fehler. Man muss den Mut haben, das in die Hände auch von kritischen Kräften zu geben, zu sagen, werf den Blick und zwar ungeschoren, damit wir wissen, was passiert ist, auch wenn es ein, und das ist ein schmerzhafter Prozess, auch wenn es ein schmerzhafter Prozess ist. Das zweite wird sein, dass wir selber unsere Strukturen analysieren. Wir sind gerade dabei, der Bundesvorstand wird dieser Tage eine Kommission einrichten, wo mehrere Kolleginnen von mir, nicht nur aus der Bundestagslandes, aber auch Mitarbeiter, also auf verschiedenen Strukturebenen drin sind, wo wir mindestens vorhaben,
Die Zeitzeugen, da kommt schon die Generationengeschichte, so alt sind die Grünen nicht, aber wir reden trotzdem ein Stück weit über Geschichtsaufarbeitung, Zeitzeugen, über die, die damals da waren, mit hereinholen und sagen, wie konnte es eigentlich dazu passieren, dass das zu solchen Debatten gekommen ist? Und der Vorwurf, den man sich gefallen lassen muss, ist, dass wir durch die Form der Debatten zu einer Ort der Legitimation geworden sind. Wir haben ein Forum geboten und das ist in der Politik ein sehr hohes Gut, weil man dadurch den Menschen Rechtfertigung gibt. Andere wiederum instrumentalisieren das, sagen, guck mal her, wenn sogar die das legitimieren, dann ist es ja womöglich gar nicht so oder geben Verunsicherung oder Rechtfertigung oder was auch immer. Da müssen wir schonungslos mit uns selbst auch an diesem Punkt umgehen, zu sagen, wie konnte es uns passieren, dass wir zu einem Ort der Legitimation geworden sind, dass wir ein Forum geben konnten. Und gleichzeitig muss man immer dazu sagen, es gab Gott sei Dank genug Leute in der Partei, die dann irgendwann gesagt haben, stopp, so geht das nicht, das waren die Feministin, das war die Frauenbewegung. Es gab aber auch aus anderen Bereichen und da kommt der Unterschied, ich kenne vieles nur aus Hörensagen. Und jetzt müssen wir das strategisch, systematisch aufarbeiten. Das ist im Moment der Auftrag an meine Generation, aber nicht nur, sondern alle anderen müssen natürlich auch liefern und sie müssen den Mut haben, auch über diese Zeit zu reden und es uns auch ein Stück weit zu erklären. Wobei ich immer dazu führe, eine Erklärung dient dazu, dass man Strukturen versteht. Es ist aber keine Entschuldigung. Und da kommt der dritte Punkt. Was machen wir mit diesen Erkenntnissen? Welche Konsequenzen? Und eine Konsequenz muss zum Beispiel sein, waren wir auch ein Ort der Tat? Dann müssen wir Verantwortung übernehmen. Waren wir diejenigen, die die Diskussion formiert hat? Dann müssen wir gucken, wie können wir Strukturen aufbauen, damit so etwas nicht wieder passiert? Damit wir den Maß der Dinge nicht verlieren, auch unter welche Erklärung auch immer, die uns dieser Verantwortung bewusst werden. Und der dritte Punkt ist, der dann folgen muss, ist nicht nur, dass wir das für uns selbst verarbeiten, sondern als politische Partei haben wir auch den Auftrag, eine gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und zu gucken, dass es nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Strukturen sich nicht wiederholt und daraus politische Handlungsanweisungen und Empfehlungen auch für das politische Geschäft. Und da dreht sich wieder der Kreis. Ich bin immer ein Verteidiger von der Stelle von Herrn Röhrig, weil der wird, und das, ich habe auch viele Debatten mit vielen Kinderverbänden, die erstmal gejubelt haben und gesagt haben, jetzt kriegen wir endlich mal einen Kinderbeauftragten. Da habe ich gesagt, Leute, wir reden hier über Ex-Kinder, wir reden hier über Erwachsene, die sich da anwenden. Und die müssen eine Anlaufstelle brauchen. Und das zum Beispiel, da bin ich auch ganz ehrlich, bestimmtes können wir als Partei nicht leisten. Wenn Leute anrufen, die betroffen sind am Telefon, dann kann es niemand bei uns in der Stelle, es kann auch keine Abgeordnete übernehmen. Da brauchen sie geschulte Kräfte, da brauchen sie entsprechende Strukturen und dafür brauchen wir auch weiterhin diese Stelle. Frau Deligös, wie bereit sind denn die Grünen für das? Es hört sich gut an, was Sie sagen. Wie bereit sind die Grünen, das tatsächlich zu machen im Moment? Also Sie haben ja jetzt jede Menge Grüne gehört in der Debatte. Also Volker Beck zuletzt sehr ehrlich in seiner Art, wie er hier gesprochen hat. Ich habe hier meine Kollegin Katja Dörner zum Beispiel sitzen, die mit mir gemeinsam auch Familienpolitik in den letzten 4 Jahren gemacht hat. Ich sehe hier auch andere Grüne. Ja, wir sind bereit. Wir haben es verstanden. Und es geht aber nicht nur darum, bereit zu sein, sondern tatsächlich Mut zu haben, sich auf diese Debatte einzulassen, das kostet Kraft. Also wenn ich Ihnen sagen würde, wir machen das so hoppladihopp nebenbei im politischen Geschäft, nein, es kostet Kraft und ehrlich gesagt, es muss auch Kraft kosten. Also ich frage deswegen so dezidiert nach, weil man im Wahlkampf zumindest den Eindruck hatte, dass so ein bisschen Abwehr da ist gegenüber diesem Thema. Ja, das nehme ich auf mich. In der Tat, wir haben den Fehler gemacht, den alle Organisationen gemacht haben. Wenn man das erste Mal damit konfrontiert wird, auch bei euch sind Sachen passiert, wofür ihr Verantwortung übernehmen müsst. Ein Teil von uns war womöglich, und ich meine, Sie müssen sich vorstellen, wir sagen, allein innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich, glaube ich, unser Mitgliederstamm fast zu 60 bis 70% erneuert. Viele Leute, für die ist es genauso eine Konfrontation mit der Geschichte und Vergangenheit. Ein Teil davon hat es womöglich nicht ernst genug genommen. Spätestens eigentlich, als es mit der katholischen Kirche losging, hätten wir auch diejenigen sein müssen, die gesagt haben, was ist denn bei uns damals passiert? Was ist denn mit den Nürnberger Stadtindianern? Was war das mit dem Dani Cohn-Bendit? Stimmt das, dass er einfach nur ein aufgeblasener Gockel war, der sich da so wichtig machen wollte, oder lag da viel mehr dahinter? Was ist in dieser Zeit auch historisch passiert? Auch mit diesem Thema übrigens,
also ich finde das mit der frühen Kindheit, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich meine, Habermas mit der Sozialisation der Kindheit hat ja eine neue Drive auch in die Debatte damals mit reingebracht, auch in die politologische und soziologische Debatte, auch in die Philosophie. Welche Konsequenzen haben wir als Partei daraus für uns geschlossen, dass aus einem Rechtsobjekt ein Rechtssubjekt wird? Das hätten wir viel früher angehen müssen. Diesen Fehler müssen wir oder diesen Schuldspruch müssen wir uns gefallen lassen. Auch ich habe mich viel mehr mit anderen, also ich habe mich mit der katholischen Kirche, mit der Odenwaldschule, damit beschäftigt, dass die Präventivstrukturen aufgebaut werden. In den ländlichen Regionen haben wir da ganz große Defizite zum Beispiel, als zu gucken, was ist in der eigenen Partei passiert, weil wir ja wussten, letztendlich auch eine Gewissheit hatten, diese Partei hat es auch hinter sich gebracht, hat sich die Debatten gegeben, also ich hatte auch heftige Debatten und die Mehrheit der Partei hat gesiegt, die das ablehnt. Und darin hat man sich relativ sicher gefühlt, weil die politische Debatte in eine andere Richtung zurechtgegangen ist. Und jetzt müssen wir aber nicht nur sagen, die Mehrheit hat es anders entschieden, sondern wie kam es überhaupt dazu, dass die Diskussionen stattgefunden haben? Bevor ich diesen Faden nochmal aufnehme, Herr Schlingmann, habe ich noch eine Frage an Sie. Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass der Tabubruch, den es jetzt gibt, dass also alle Welt über sexualisierte Gewalt spricht und das plötzlich das Thema des Tages ist, glauben Sie, dass damit die Stigmatisierung der Opfer gemindert worden ist? Und vor allem unter der Voraussetzung, dass Sie es ja mit Männern zu tun haben, die sich ja sehr ungern als Opfer sehen. Also ich glaube, dass es ziemlich entscheidend war und deshalb haben, glaube ich, die Heimkinder nicht diesen Erfolg gehabt, dass es zwei Elite-Schulen, Canisius und Odenwald, waren. Das waren nicht Männer, die in diese Kategorie die Loser, die Opfer, die Dropouts, die sowieso nichts geregelt kriegen, fallen, sondern die damals angefangen haben, das zu thematisieren, sondern das waren Männer, die erfolgreich waren, die sich durchgesetzt haben, die eloquent waren, die reden konnten und so weiter. Die ja teilweise, also ich sage mal, das Jesuitenkolleg ist eine gute Schule für Rhetorik. So, und da sind sie durchgelaufen. Und sie haben genau das, was sie da gelernt haben, dann auch eingesetzt. Und ich glaube, das hat sehr wesentlich dazu beigetragen, dass überhaupt die ganze Diskussion ins Rollen gekommen ist. Wenn das 10 Heimkinder gewesen wären, die da nochmal aufgestanden wären, das hätte nicht diese Wirkung gehabt. Und das ist dann natürlich eine Frage, wo ich mich dann schon frage, was haben wir hier eigentlich für eine Diskussion? Was haben wir hier für Wertigkeiten? Wertigkeiten, die, wenn ich ein Stückchen weitergehe, mit dieser ganzen Hierarchisierung sehr wohl zu den Rahmenbedingungen sexualisierter Gewalt wieder beitragen. Sie werden also sogar in dem, was dann an Positivem gelaufen ist, nochmal reproduziert. Inwieweit hat die Stigmatisierung nachgelassen? Ich weiß es nicht. Also wir haben immer noch, erleben wir sehr stark den Aspekt, dass Opfer sein, Opfer geworden sein, als so etwas wie ein lebenslängliches Urteil gilt. Da gibt es keinen Weg raus, die sind gezeichnet für ihr ganzes Leben. Die Begriffe, die wir hatten, historisch wie Seelenmord oder sowas, kommen wieder hoch. Das heißt, da findet wieder eine ganz starke Festschreibung statt. Es wird immer noch nicht berücksichtigt, dass es einen großen Teil von Betroffenen gibt, die ohne ihr Leben lang gezeichnet zu sein und ohne irgendwelche therapeutischen Klimmzüge gemacht zu haben, es schaffen, heute ein zufriedenstellendes Leben zu leben. Das ist nicht einfach gewesen. Aber das ist nicht ein Urteil, einmal missbraucht, immer lebenslänglich. So. Insofern haben wir nach wie vor eine Stigmatisierung. Wir haben nicht mehr den Aspekt, das passiert Jungen nicht. Das ist, glaube ich, ein Stückchen, hat sich verändert. Aber meines Erachtens erleben wir was vollkommen Verrücktes. Die gesamte Geschlechtsspezifik kippt raus. Heute redet man davon, das passiert Kindern. Und dass Jungen etwas passiert und Mädchen etwas passiert, was sie auf dem Hintergrund ihres Geschlechtes erleben, das fällt heute aus der Diskussion zunehmend raus. Und das ist, glaube ich, etwas, was total schwierig ist. Das ist jetzt nicht stigmatisierend, so, aber es ist in einer bestimmten Art und Weise nivellierend und wird den individuellen Geschichten nicht gerecht. Weil die Untersuchungen, die wir haben, die Berichte der Betroffenen zeigen, ist ziemlich klar, es gibt ein unterschiedliches Erleben dessen, oder unterschiedliche Bewältigungsstrategien nach sexueller Gewalt bei Mädchen und bei Jungen. Nicht bei allen,
bitte sehr, nicht die Mädchen, die Jungen, aber wenn wir mal solche Gruppen aufmachen, dann haben wir da Unterschiede. Und wenn die nicht berücksichtigt werden, dann wird wieder den Betroffenen nicht gerecht geworden. Insofern finde ich das gerade eine Situation, wo Gott sei Dank einiges im Aufbruch ist, aber ich finde sie auch an manchen Punkten ziemlich schwierig. Möchte das noch jemand von Ihnen aufnehmen? Dann möchte ich nochmal den Faden von Frau Deligus aufnehmen und an Herrn Röhrig weitergeben. Sie haben ein sehr emphatisches Plädoyer für die Art und Weise der Aufarbeitung eben bei den Grünen sehr überzeugend vorgetragen. Wir hoffen, dass das so passiert. Trotzdem, und wenn man an die katholische Kirche jetzt zum Beispiel denkt, aber auch andere Einrichtungen und unter anderem auch an die Politik, man hat immer wieder das Gefühl, es gibt immer wieder das gleiche Schema. Betroffenheitsbekundung, symbolische Tat, Vertagung. Wie durchbricht man diesen Kreislauf? Indem man ein starkes Fundament für die Aufarbeitung schafft. Und das ist meines Erachtens eine gesetzliche Grundlage für die Arbeit einer Aufarbeitungskommission. Und ein starkes Mandat für die Kommission, dass sie alle Bereiche, in denen Missbrauch stattfindet, entweder selbst untersucht oder Untersuchungsaufträge erteilt. Aber das Allerwichtigste im Zusammenhang mit der Aufarbeitung, das war auch einer der zentralen Ergebnisse unseres öffentlichen Hearings, was wir Ende April durchgeführt haben, ist die Anhörung der Betroffenen. Das ist ja das Entscheidende. Und deswegen hat der Runde Tisch da so ein Problem gehabt, weil es nur einmal, am Anfang ist eine betroffene Beteiligung gar nicht vorgesehen gewesen. Und dann hat es einen Tag die Auseinandersetzung mit 8 oder das Gespräch mit 8 Betroffenen gegeben. Das war die gesamte betroffenen Arbeit, die der Runde Tisch geleistet hat. Und wir haben zu Beginn unserer Arbeit 2012 mit Betroffenen vor allen Dingen als erstes herausgearbeitet, dass ja über die Eliteschulen, die Sie eben genannt haben, Ettal gehört dann vielleicht auch noch dazu, dass darüber gesprochen wird, über die Aufarbeitung des Missbrauchs dort, aber dass all die vielen Betroffenen, das sind ja viel mehr, die im familiären Bereich oder im familiären Nahfeld von Missbrauch betroffen sind, dass die als Betroffene zweiter Klasse behandelt werden, weil es da gibt's ja, eben wurde zwar gesagt, die Familie sei Institution, aber das ist ja, glaube ich, nur in Anführungsstrichen gemeint gewesen. Da gibt es keine institutionell Verantwortlichen, mit denen man über die Themen reden kann. Und wir haben gemeinsam ein Konzept erarbeitet, wie man auch Missbrauchsgeschehen in der Vergangenheit, das im familiären Bereich stattgefunden hat, wie man da zu Ergebnissen kommen kann. Denn, ich glaube, das ist uns allen klar, in der Bevölkerung gibt es eine erhöhte Sensibilität für das Thema sexuellen Missbrauch. Und ich glaube, wir sind, das hat auch die Pädophilie-Debatte gezeigt, viel, viel weiter als vielleicht vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Ich glaube, da sind wir wirklich einen Schritt weiter. Aber wir haben in der Bevölkerung noch keine Klarheit darüber. Das hat auch eben die erste Runde so ein wenig gezeigt, in welchem Ausmaß sexueller Missbrauch in unserer Gesellschaft stattfindet und welche schweren und schwersten Folgen Missbrauch für Betroffene möglicherweise ein Leben lang haben kann. Und wir müssen der Öffentlichkeit genau diese gesellschaftliche Tragödie, die wir haben, Professor Fegert spricht ja sogar schon von einer Epidemie, die, wenn man auf die Fallzahl, auf die Prävalenz sich bezieht, kann man auch tatsächlich von einer Epidemie sprechen. Wir reden von mehr als 100.000 Fällen sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland jedes Jahr begangen an Kindern oder Mädchen und Jungen. Und dieser Umfang und das muss herausgearbeitet werden und das kann nur durch eine Kommission, die ein entsprechendes gesetzlich fundiertes Mandat hat, geschehen. Und da ist der Bundestag auch aufgerufen, sich mit der Frage der Aufarbeitung und dann im nächsten Schritt mit der Frage der Verantwortungsübernahme und dann im nächsten Schritt mit der Anerkennung des erlittenen Leids muss sich der Bundestag auseinandersetzen. Da ist er wirklich aufgerufen und da hoffe ich auch ein bisschen auf Unterstützung ja aus dem grünen Bereich jetzt in der begonnenen Legislaturperiode. Also so kann es meines Erachtens und nicht nur meines Erachtens, sondern nach Auffassung des Fachbeirats und auch der Zusammenarbeit mit den Betroffenen gehen. Wir haben übrigens einen Forderungskatalog im Zusammenhang mit dem Hearing vom 30.04. erarbeitet und der liegt
hier auch aus. Ich glaube, wir machen hier erstmal wieder einen Break. Ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, Fragen zu stellen oder Kommentare loszuwerden. Hier ist schon eine Meldung. Ich habe eine Frage, und zwar, die Debatte ist für mich, die läuft über zwei Ebenen. In der ersten Runde wurde angemerkt, es geht um strukturelle Gewalt. Und da muss man nicht nur über sexuelle Gewalt reden, sondern wirklich um den Missbrauch von Macht, der in Strukturen angelegt ist, ob das in einer Hartz-IV-Behörde ist. Da würde ich auch strukturelle Gewalt erkennen, da redet keiner mehr drüber. Ob Kinder von ihren Eltern verprügelt werden, und es ist keine sexuelle Gewalt, sondern es ist auch Machtmissbrauch. Und die haben genau dieselben Traumatisierungen für ihr Leben, weil sie nämlich zum Objekt gemacht werden der Frustration ihrer Eltern. Wollen wir über diese strukturelle Gewalt, die dieser Gesellschaft weitergegeben wird und warum das so ist, arbeiten? Oder aber, und das halte ich für ein Problem, wir können zwar den Betroffenen eine Stimme geben. Das ist sicher eine wichtige Sache. Das löst aber nicht die politischen Fragestellungen, die wir haben und die wir bearbeiten müssen. Und wenn wir uns auf die individuelle Ebene begeben und wieder sagen, lass doch die Betroffenen reden und dann haben die endlich mal eine Möglichkeit und dann geben wir ihnen Geld und so, dann lösen wir die Probleme nicht, wenn wir nicht die Verantwortung für das übernehmen, was als Gesellschaft gebaut wird. Und deshalb bin ich mit dem Kollegen da in der Mitte nicht ganz einverstanden, weil der genau in diese Richtung geht. Deshalb meine Frage, wo wollen wir hin und wie sehen Sie das? Würde mich interessieren. Wollen Sie direkt antworten? Ich habe jetzt meine Konzeption oder die Konzeption, die wir gemeinsam erarbeitet haben, sehr verkürzt dargestellt, weil wir nicht so viel Zeit dafür haben. Es geht um die Aufdeckung der gesellschaftlichen Strukturen, die dazu führen, dass Missbrauch in der Familie stattfindet. Wir müssen herausfinden, welche und das genau wissenschaftlich erarbeiten und bearbeiten, welche gesellschaftlichen Strukturen zu Missbrauch in den Einrichtungen, den unterschiedlichen Einrichtungsstrukturen geführt haben und heute verantwortlich sind für die hohe Fallzahlen, die wir laufend zu verzeichnen haben. Da hat sich ja durch den runden Tisch überhaupt keine Verbesserung eingestellt. Wir haben weiterhin gleich hohe Fallzahlen sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland. Frau Deliges? Also, wissen Sie, während der ganzen Zeit, als diese Debatte lief und ich am runden Tisch war, kamen sehr viele Leute. Das waren zum Teil Kolleginnen von mir, nicht nur aus meiner Fraktion, sondern auch aus dem Bundestag, Journalistinnen, die sozusagen einen Aufwand gebraucht haben, um mit mir irgendwie Kaffee trinken zu gehen und die dann plötzlich im Gespräch angefangen haben zu erzählen. Und ich war oftmals überfordert. Ich habe zwei Kinder zu Hause, ich bin nicht geschult, ich bin keine Therapeutin, keine Psychologin. Ich höre mir das alles an. Ich kenne plötzlich, kriege ich die Gesichter zu den Erzählungen, das ist alles nicht mehr anonym. Und dann gehe ich dann mit nach Hause und Sie können das ja auch nicht ohne weiteres zu Hause weitererzählen, sondern das, da müssen Sie erstmal ganz ruhig sein und alleine irgendwie damit zurechtkommen und das ist nicht ganz einfach. Aber eins habe ich bei der ganzen Geschichte gelernt. Wir alle, wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, was es bedeutet, so eine Form des Gewalts zu erfahren. Das ist nicht vergleichbar. Ich wage es jetzt mal so zu sagen, das ist nicht vergleichbar mit anderen Formen von Gewalt. Und deshalb sind wir es den Opfern schuldig, dass wir uns bei diesem Thema auch tatsächlich nur mit diesem Thema befassen und da nicht alles andere noch mit reinmischen. Sie mögen recht haben, dass es vielleicht Konsequenzen hat auch auf andere Themen, dass man daraus Schlussfolgerungen stellen kann auf andere Formen von Gewalt. Aber den Opfern sind wir schuldig, dass wir uns tatsächlich nur mit ihnen und mit ihrem Leid befassen und das nicht vermengen, sondern auch aus daraus Konsequenzen ziehen. Und vorhin, als ich gehört habe, wo ich an einer Stelle, wurde ich so ein bisschen ungeduldig. Und verzeihen Sie es mir, wenn ich es auch vielleicht falsch verstanden habe. Es geht hier nicht darum, um Sexualität allgemein. Es geht auch nicht darum, dass wir eine ganz komische Gesellschaft kriegen, in der das Nacktsein plötzlich verpönt ist. Ich bin in der Türkei aufgewachsen. Ich weiß, was eine Gesellschaft bedeutet, wo Sexualität unterdrückt wird und was es für Konsequenzen haben kann. Wie oft es zu Ehrenmorden und wegen Jungfräulichkeit und so weiter und so fort zu Problemen kommen kann. Was es auch für Kinder bedeutet, wenn
Sexualität komplett und auch die Aufklärung unterdrückt wird. Darum geht es nicht. Also das sollten wir auch nicht als Ziel haben. Und wenn Kinder nackig spielen können und die Eltern in FKK-Strand, so go ahead. Wenn das ist auch ein Teil der Erziehung, ist auch ein Teil der normalen körperlichen Erziehung, will ich mal sagen. Sondern es geht um sexuelle Gewalt. Und das darf man nicht verharmlosen. Man kann das auch nicht gleichsetzen, sondern Gewalt ist eine ganz andere Form, allein schon, wenn man über die körperlichen und die psychischen, also Eindringen in einen Körper, was das für Konsequenzen hat. Also ich will das nicht bildhaft Ihnen geben, aber verharmlosen Sie es nicht. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, dann ist Herr Kappeler dran. Ja, es gibt ja einen starken Zusammenhang zwischen der individuell erfahrenen sexuellen Gewalt und den strukturellen Bedingungen. Und den kann man auch nicht auseinandernehmen. Es wird ja immer wieder gefragt, und das bin ich zum Beispiel im Bundestag gefragt worden von Abgeordneten, ja, kann man das denn glauben, wenn die jetzt nach 30 Jahren erzählen, was sie damals erlebt haben? Und warum reden die denn erst jetzt? Und das ist genau der Punkt. Was führt dazu, dass Menschen, die sexuelle Gewalt erfahren haben, nach Jahrzehnten zum ersten Mal sich in der Lage sehen, darüber reden zu können? Das hat was mit Strukturen zu tun. Und wenn die nicht reden würden und uns sagen würden, was das bedeutet, diesen Schritt zu tun in die Öffentlichkeit, dann würden wir über ganz wichtige Aspekte dieser Strukturen nie was erfahren. Und deswegen ist es so wichtig, dass die reden und reden können und dass sie einen gesellschaftlichen Raum finden, in dem ihnen das ermöglicht wird. Und natürlich kann man fragen, wie ist es gegenwärtig möglich geworden, dass jetzt endlich darüber geredet wird. Und dann kann man sagen, international hat sich in den letzten 10 Jahren da eine ganze Menge getan. Also das Reden von Opfern von Gewalt, die als Kinder und als Jugendliche furchtbar traumatisiert worden sind, beginnt in der ganzen Welt. Und es hat in Irland begonnen und in Australien und in Kanada, in Australien die Aborigines oder die versteppten Kinder aus Großbritannien, die die großbritannische Jugendhilfe nach Australien entsorgt hat, damit sie der britischen Jugendhilfe nicht mehr zur Last fallen. Oder die indigene Bevölkerung in Kanada. Überall auf der Welt ist diese Debatte im Gange. Und sie gibt es in Österreich, in der Schweiz im Moment, die verdienen Kinder überall. Und diese große Öffentlichkeit, die jetzt entsteht, die ist ungeheuer wichtig und die ist ein Hintergrund, warum Menschen anfangen können zu reden. Und wir erfahren von ihnen, was alles getan worden ist, um sie am Schweigen zu halten. Und das sind Strukturen, die das tun. Und darum ist dieser Zusammenhang nicht auseinanderzunehmen. Schön. Da hinten ist eine Wortmeldung. Schönen guten Abend. Mein Name ist Sandra Schramm. Ich arbeite als Sexualpädagogin und habe in den letzten 1,5 Jahren an dem Online-Kurs teilgenommen, der sozusagen auch aus dem grünen Tisch heraus entstanden ist, wo es um sexuellen Missbrauch geht. Wo zum Rundertisch. Rundertisch. Was habe ich eben gesagt? Das, ich weiß überhaupt nicht, wo das hergekommen sein kann in dem Zusammenhang. Also das, das ist ein freudscher Versprecher. Genau, einem runden Tisch. Und da gab es sehr verschiedene Themen und unter anderem ging es auch um traumatisierte Institutionen. Und einfach wie Institutionen darauf reagieren, wenn sie einen Täter, eine Täterin in ihren Reihen entdecken. Und ich habe in den ganzen Diskussionen in der letzten Zeit gemerkt, dass ganz oft die Grünen oder anderen Organisationen genauso reagiert haben, nämlich traumatisiert, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das liegt daran, dass wir spezielle Feindbilder in unserem Kopf haben und wir gehen davon aus, okay, bei der katholischen Kirche, da wird Sexualität möglicherweise so und so behandelt, aber doch bitte bei den Grünen im pädagogischen Bereich haben wir einen guten Umgang damit und haben das jetzt möglicherweise auch eine Trennung von kindlicher und Erwachsenensexualität. Aber in der Geschichte gab es dazu offensichtlich viele Diskussionen, die noch
nicht bewältigt wurden. Und das finde ich, glaube, das ist ein Problem, warum wir damit momentan so irritiert sind, weil wir eigentlich dachten, als Pädagogen auf der richtigen Seite zu stehen und vielleicht jetzt gemerkt haben, dass wir bei einer Institution arbeiten, die eine Zeit lang möglicherweise sich da nicht ganz sicher war, wo sie stand. Und deshalb haben wir möglicherweise auch diese Probleme, über Strukturen zu reden, weil wir auf einer gewissen Art und Weise mit betroffen sind von dieser Debatte und nicht nur neutral drauf gucken und davon auch irritiert sind, dass wir jetzt plötzlich mit betroffen sind. Das wollte ich nochmal sagen und ich wollte es auch breiter machen, weil ich fand es sehr toll, was hier von der Schwulenbewegung kam, aber das ist nicht nur die Schwulenbewegung muss irgendwie auf sich selber gucken, sondern ein großer Bereich an pädagogisch engagierten Leuten, der dachte, auf der richtigen Seite immer gestanden zu haben, muss reflektieren, dass er das möglicherweise nicht hat. Ich würde darauf gern kurz eingehen, weil ich glaube, dass das ein ziemlicher Knackpunkt ist. Es ist einer der klassischen Abwehrmechanismen gegen sexualisierte Gewalt, das Ganze wegzuschieben. Bei uns nicht. Wir stehen auf der guten Seite. Die katholische Kirche denkt, sie ist missbraucht worden von den bösen Tätern, die von außen sich einschleichen und so weiter. Wir müssen uns klar werden, dass wir, Gitti Henschel hat es vorhin gesagt, in allen Schichten, in allen Gruppen, Menschen haben, die sexualisierte Gewalt ausüben. Und ein Linker, der sexualisierte Gewalt ausübt, macht das nicht, weil er irgendwo aus dem Nirvana kommt und geschickt die Linke benutzt dafür, sondern der hat allen Ernstes eine linke Überzeugung und kriegt es mit der unter einen Hut, Kinder sexuell zu missbrauchen. Und das gilt genauso für Pädagogen in allen Einrichtungen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir immer noch vorstehen, diese Abwehrmechanismen, die haben wir immer noch an ganz, ganz vielen Punkten drin. Ich wehre mich aber gegen eins, gegen den Begriff traumatisiert da drin. Und zwar nicht, weil ich den reservieren möchte für Betroffene, sondern weil ich finde, dass wir langsam mit dieser Medizinisierung aufhören sollten. Wir haben hier genügend klar inzwischen, dass es um Strukturen geht und nicht um innerpsychische Prozesse. Es geht nicht um eine Krankheit oder eine Störung, wie es mit dem Begriff Pädophilie verbunden ist, sondern es geht um sexuelle Gewalt, es geht um Wiederholungstäter, die sich spezialisieren und die damit entsprechend Erfahrung haben und Täterstrategien verüben. Und also tut mir leid, aber diese ganze Pädophilie-Diskussion krankt als allererstes daran, dass sie dem auf den Leim geht, einen Begriff zu nehmen, der eine Selbstbezeichnung ist und nicht Täter Täter zu nennen. Ja, vielen Dank. Das war sehr... Es musste raus. Wenn es jetzt keine... Ich habe jetzt, glaube ich, keine Wortmeldungen. Doch, da hinten nochmal. Ja, ich möchte meine Frage von vorhin nochmal wiederholen und auch an Frau Delingös stellen. Sie haben ja berichtet, was das auch bedeutet hat. Kolleginnen sind zu Ihnen gekommen, Journalistinnen sind gekommen, auch Kollegen anderer Fraktionen und haben Ihnen ihre Geschichte erzählt, aber im privaten Rahmen. Also großer Vertrauensbeweis, finde ich. Und ich weiß eigentlich auch nur von einer Grünen, vielleicht gibt es mehr, die sich geoutet hat, nämlich Marie-Louise Beck. Ich fand, was sie berichtet hat im Fokus, sehr offen, mutig und dachte, ja, Frau Beck muss sicher sein, dass sie sich das leisten kann. Und so nochmal meine Frage, was hält wohl Ihre Kollegin, vielleicht sind es ja auch Kollegen dabei, ab, sich als Missbrauchsopfer zu outen? Gerade jetzt, wo wir ja auch diese Diskussion haben, die ja nochmal sehr hochgekocht ist, wegen der sogenannten Pädophilie, aber auch jetzt über Prostitution kommt sie nochmal wieder rein. Was ist es? Ehrlich gesagt, diese Frage habe ich nicht gestellt. Ich würde das auch nicht machen, weil wenn jemand, das ist so privat, dass es auch ein Recht darauf hat, privat zu bleiben. Und das muss jeder für sich ein Stück weit entscheiden. Aber also ich würde niemanden, also ich fühle mich auch gar nicht, aber das ist wahrscheinlich in so einem, bei einem Experten oder bei einem Beratungszentrum ist es vielleicht anders. Aber wenn sich jemand mir anvertraut, also die meisten, und ich glaube, so ging es auch dem Hotline bei Ihnen, Herr Röhrig, wenn ich mich nicht irre. Viele sagen, ich erzähle dir das, es geht aber nicht um mich, sondern es geht darum, dass du etwas tust, damit es in Zukunft nicht wiederholt. Für die anderen. Und an meinem Beispiel kannst du erkennen, wo die Defizite sind, wo man rangehen muss. Und ich will aber nicht sozusagen hier den
mich outen, aber ich will, dass du aus meinem Leben lernst, um daraus Konsequenzen zu schließen. Und so kam das, glaube ich, auch bei dem Hotline und so habe ich das auch erfahren. Und ich wäre nicht diejenige, die den Menschen vorsagt, wie sie mit ihrem eigenen Leben umgehen sollen. Aber daraus zu lernen, das ist schon unser Auftrag. Gitti. Ja, ich hatte mir das vorhin schon notiert, dann waren wir aber schneller in der Diskussion. Und zwar, ich habe ja relativ viele Frauen, Erwachsene, die als Kinder missbraucht worden sind, interviewt früher. Und ein Aspekt, warum die sich nicht outen, die sind teilweise selber Psychologinnen, Analytikerinnen, ganz unterschiedliche Expertinnen, ja, in ganz vielen Bereichen. Und die haben schlichtweg Angst gehabt, wenn sie sich outen, sind sie als Expertinnen verbrannt. Weil Opfer können keine Expertinnen sein. Und die Betroffenen, und es war eine breite Diskussion, auch zum Beispiel, als es aufkam in den 90er Jahren, Reinhard Wolf, Katharina Rutschki, der Missbrauch des Missbrauchs. Da hat wirklich nochmal was stattgefunden, warum gerade auch Menschen, die betroffen waren, sich nicht getraut haben zu sagen, ich bin betroffen, weil da hieß es ja irgendwie diese Betroffenheitsklischees und immer irgendwie, da kam ja auch dann dieses Heulsusen-Klischee und all diese ganzen Sachen. Und sich das gar nicht leisten zu können, weil dann können sie sich nicht mehr leisten als Expertinnen oder werden nicht mehr akzeptiert als Expertinnen oder denunziert, diffamiert, abgewertet. Das ist zumindest die Erfahrung von Frauen gewesen oder die Angst von Frauen. Und also Thomas Lingertmann, ich finde, der hat da gut drauf hingewiesen. Es ist ja auch nicht zufällig, dass quasi so eine Welle nochmal neu hochgekommen ist von sexualisierte Gewalt an Kindern in Institutionen aufzugreifen, wo es vor allen Dingen um Jungen, um unsere männliche Elite ging. Und das hat auch eine Geschlechtsspezifik, die nicht zu unterschätzen ist. Und deshalb können die Männer sich das viel eher leisten als die betroffenen Frauen. Leider. Die Erfahrung muss ich aber bestätigen. Seit ich offen damit umgehe, dass ich Betroffener bin, werde ich nicht mehr für voll genommen von bestimmten Leuten. Das ist nach wie vor so. Und das ist einer der Gründe, warum auch zu Recht sich viele nicht öffentlich artikulieren. Solange die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, dass es möglich ist, sich öffentlich zu artikulieren, halte ich es für klug, dass es viele nicht tun. Weil sie würden sich selber damit als Messer liefern. Das, gleichzeitig geht es mir natürlich so, ich würde mir wünschen, dass endlich irgendwo die 10% oder 20% bei Frauen, dass die endlich mal alle aufstehen, weil das wäre eine Masse auf der Straße. Da wäre nicht mehr so einfach dran vorbeizugehen. Ich habe jetzt hier noch eine Meldung nochmal. Und dann nochmal Herr Kappeler. Ja, ich hoffe, ich kriege es zusammen. Also ich achte sehr Ihre Emotionen, dass man Täter nennen muss, also die Emotion, mit dem Sie das gesagt haben. Ich möchte aber doch im Hinblick auf die Präventionsaufgaben, die vor uns stehen, daran erinnern, dass so gut wie alle Täter einmal Opfer waren. Und ja, das möchte ich. Und ich sage das jetzt nicht, um hier irgendwie eine Pointe zu machen oder so, sondern um darauf hinzuweisen, was mir lange auffällt, dass bei Prävention fast nur, soweit ich das sehe, auf Abschreckung gesetzt wird, also Strafandrohung. Nee, vielleicht nicht nur, aber in starkem Maße. Und ich möchte vielleicht nicht jetzt die ganze Struktur mit einbeziehen, also die Gewalt in den Sozialämtern und so weiter, die auf die Familien einwirkt. Aber ich denke, dass man in Kitas was machen kann und muss. Also wenn man Prävention machen will, mittelfristig und langfristig, dann, denke ich, muss man mit Kindern arbeiten, wie sie mit ihren Aggressionen umgehen können und wie sie ihren Körper wahrnehmen und was sie für Möglichkeiten haben, mit ihrem Körper, mit anderen in Kontakt zu treten. Das möchte ich als mittlere Ebene der strukturellen Vorbeugung empfehlen. Ich habe jetzt noch drei Meldungen auf meiner Liste. Ich würde die Rednerliste dann abschließen, wenn sich jetzt nicht noch ganz schnell jemand meldet. Es ist Herr Kappeler dran, dann Sie und dann Herr Röhrig.
Ja, Sie fragen, warum reden so wenige? Das ist ja immer relativ. Verglichen mit vergangenen Jahrzehnten reden viele. Aber viele, die reden, werden nicht gehört. Das ist ein entscheidender Punkt. Ich habe vorhin gesagt, lange vor Canisius und Odenwaldschule und Aloysius-Stift und wie sie alle heißen, haben Heimkinder eine Petition in den Bundestag eingebracht. Und jedes dieser Heimkinder, die das vorgestellt haben, hat im Bundestag über Erfahrungen sexueller Gewalt geredet. Jedes. Jahre vor dieser Diskussion. Und wenn Sie die vielen autobiografischen Berichte lesen, die inzwischen erschienen sind, Gott sei Dank, die schreiben, da finden Sie kaum einen Bericht, in dem das nicht eine zentrale Erfahrung ist, die berichtet wird. Aber es handelt sich um Menschen, die in der Gesellschaft keinen Status haben. Als der runde Tisch Heimerziehung eingerichtet wurde, haben diejenigen, die ihn gefordert haben, 1 Million Euro zu seiner Ausstattung verlangt. 400.000 Euro sind dem runden Tisch Heimerziehung bewilligt worden für seine Arbeit auf 2 Jahre. Aus diesen 400.000 Euro mussten sämtliche Expertisen, alle Sitzungen, alles finanziert werden. Als der runde Tisch sexueller Missbrauch eingerichtet wurde und die unabhängige Beauftragte Frau Bergmann berufen wurde, waren in 0,nichts 30 Millionen Euro für Forschungsaufträge zur Aufklärung sexueller Gewalt da. Was meinen Sie, wie die Ehemaligen am runden Tisch Heimerziehung das erlebt haben? Und wie sie das erlebt haben, dass auch dieser runde Tisch Heimerziehung in seiner Mehrheit sich geweigert hat, die Frage der sexuellen Gewalt in den pädagogischen Einrichtungen zu einem zentralen Punkt seiner Aufklärungsarbeit zu machen. Das sind Menschen, und da haben Sie vorhin völlig richtig gesagt, die stehen nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die gehörten schon immer zum Ausschuss, zu den Entsorgten. Und die haben auch, wenn sie heute reden, niemanden, der ihnen wirklich zuhört. Aber sie reden. Und dieses Reden verklingt. Das ist der entscheidende Punkt. Und vielleicht ist es die Frage, wie lassen sich diese vielen Stimmen, die sich äußern, wie lassen sie sich organisieren? Wenn Sie diesen Ansatz haben, wie können die erreicht werden? Wie ermuntert man sie, sich zusammenzuschließen? Das war ja Ihr Ansatz. Darüber müsste man nachdenken. Aber es sind Tausende, die inzwischen geredet haben. Das muss man wirklich sehen. Allein von den 600, die sich hier in Berlin am runden Tisch Heimerziehung gemeldet haben in den 2 Jahren, sind 250 gewesen, die dort dokumentiert haben vor diesem Gremium, dass sie sexuelle Gewalt erfahren haben. Ja, zwei Sachen. Einerseits finde ich, dass die Jugendlichen zu wenig beachtet werden, die den 68ern in die Arme gelaufen sind oder angebaggert worden sind, wo die Auswirkungen nicht minder gravierend sein können. Nur man guckt so sehr stark auf die Kinder, was auch legitim ist, aber die, finde ich, müssten genauso beachtet werden. Und das andere ist, was mich irritiert hat, und ich habe es nicht abschließend für mich geklärt gekriegt. Ich meine, um mal den Brückenschlag zur Gegenwart zu bringen. Ich fand komisch, dass vor 2 Jahren oder so diese Forderung der Grünen Jugend auftauchte nach Legalisierung von einerseits sexuellen Geschwisterkontakten und andererseits, glaube ich, innerfamiliärer sexueller Beziehungen, wenn die Kinder denn volljährig sind. So, und da war ich ganz irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch, und da ist so die Frage, wie reagiert denn eine Partei jetzt auf solche Sachen? Ich hatte da mal versucht, über eine hier die Debatte Mitte-Liste, darüber eine Diskussion in Gang zu bringen, weil da werden auch strukturelle Gewalt übersehen. Und da kommen dann auch so, als wenn das stimmt, was ich an Zitaten rausgesucht habe, auch, Mensch, das ist doch spießig und ich weiß nicht was. Da wäre ja zu gucken, wie setzt man sich heute mit sowas auseinander? Und da kam dann, glaube ich, sogar von Christian Ströbli, er könnte mich gerne verbessern, kam sogar, dass er das auch sagte, ja, er hat diesen einen Fall, wo die sich nicht kannten und so herbeigeführt und das müsste man doch da, das müsste man doch legalisieren. Ich fand das ganz furchtbar, ey, muss ich jetzt ehrlich so für mich sagen. Ich hab's nicht abschließend klären können. Ich hatte auch mal an die Landtags, LAG hatte ich mal eine Mail geschickt, habe aber keine richtige Antwort gekriegt.
Aber es gibt hier, glaube ich, eine LAG, die sich da intensiver mit beschäftigt, Soziales oder auch die auch nicht mehr, ich weiß es nicht. Nächste Herr Röhrig? Ich möchte als erstes um einen neuen Termin bitten, in dem Sie vielleicht das Thema Prävention, Schutz der Kinder und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Einrichtungen in Familien aktuell nochmal zur Diskussion stellen. Ich bin der Meinung, nach Zusammenarbeit mit vielen Experten und Expertinnen, nicht die Kinder müssen alleine alles dafür tun, dass sie vor sexualisierter Gewalt geschützt sind, sondern es ist die Verantwortung der Erwachsenen. Und die Erwachsenen müssen in den Einrichtungen klare Regeln aufstellen, die Grauzonen verhindern und die Täterstrategien durchkreuzen. Und da hat der Runde Tisch, so viel Kritik man an dem Runden Tisch äußern kann, wirklich, das ist nachlesenswert und wäre für einen Abend hier wirklich gut, sehr gute Empfehlungen für den Bereich der Prävention und Intervention erarbeitet. Diese Empfehlungen müssen aber in die Einrichtungen vor Ort kommen. Wenn Sie sagen, in den Kitas muss was getan werden. Wir haben 50.000 Kitas in Deutschland. Wir haben 40.000 Schulen. Wir haben 91.000 Sportvereine. Und da kämpfen wir im Moment mit dem Sport enorm, dass überhaupt im Sportbereich, wo ja noch spezifische, besondere Risiken bestehen, Schutzkonzepte eingeführt werden. Da gibt es einzelne Präventionsmaßnahmen. Da hat mal ein einzelner Jugendwart mal an einer dreistündigen Fortbildung beispielsweise teilgenommen. Aber fast kein Sportverein oder nur wenige haben wirkliche Leitbilder, haben einen Ehrenkodex erarbeitet, arbeiten mit der Beratungsstelle zusammen. 30% haben wenigstens schon mal eine Ansprechperson benannt, an die sich Trainerinnen, Trainer, Übungsleiter oder auch Eltern und Kinder und Jugendliche wenden können. Da ist wahnsinnig viel zu tun und da sollten Sie auch vielleicht wieder anknüpfen. Das würde ich sehr, sehr gut finden. Herzlichen Dank. Kein Schlussstrich, keine Entwarnung. Frau Delligö, Sie sind, glaube ich, angesprochen gewesen. Also ich habe hier den neuesten Beschluss der Berliner Grünen, der jetzt am Wochenende beschlossen worden ist. Und da steht der Satz drin, einvernehmliche Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen kann es nicht geben. Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern ist immer sexualisierte Gewalt gegen Kinder und eine Form von Machtmissbrauch mit fatalen lebenslangen Folgen für die Betroffenen. Das ist der aktuellste Beschluss. Das bindet die Berliner Grünen, das bindet auch alle Unterorganisationen und das ist der geltende Beschluss für alle anderen Debatten, die dem auch folgen. Diesen konkreten Fall, den kenne ich jetzt persönlich nicht. Deshalb ist es relativ schwierig, dazu Stellung zu beziehen. Aber wenn Sie den mir zuschicken, kann ich der Sache gerne nachgehen. Aber dann sexuelle Beziehungen zu den Eltern aufnehmen, wo es natürlich immer lebenslänglich ab. Das ist ja Inzestbeziehung. Ja, ja. Wobei Inzest ist ja eigentlich geklärt. Also nein, es hat, also wenn ich nicht falsch recherchiert habe im Netz, hat es von der grünen Jugend Forderungen nach Auflösung des Inzests. Ich kann Ihnen immer nur sagen, was ist der aktuelle Beschluss? Ja, und nein, das ist aber ein ganz anderes Thema. Da geht es ja um Nichtfolgen. Ich glaube, wir sollten diese Debatte nachher vielleicht beim Glas Wein besprechen, weil ich glaube, das geht hier jetzt ein bisschen zu weit. Wir sind im Zeitverzug. Ich weiß es, manche gucken schon auf die Uhr. Ich möchte aber doch noch eine ganz, ganz kleine Schlussrunde machen und in einer winzigen Umbaupause die erste Runde noch mal mit hier aufs Podium bitten. Wo ist denn mein Abspann? Ja. Ja, okay, alle da. Herr Schlingmann, Sie haben ja eigentlich schon ein bisschen die Pointe vorweggenommen, eben mit Ihrer emphatischen Rede. Ich habe bei Ihnen, weil das geht in die Richtung, ich habe bei Ihnen gelesen eine Bemerkung, die mich sehr nachdenklich gemacht hat, nämlich Sie sagen, dass
warum es uns so schwer fällt, mit diesem Thema sexualisierte Gewalt umzugehen, warum wir uns auch nicht gern damit beschäftigen, hinge damit zusammen, dass wir alle wissen, dass wir Macht, also dass wir alle die Erfahrung mit Macht haben und dass man Macht missbrauchen kann und dass man Macht ausnutzen kann. Und deswegen versuchen wir uns das möglichst vom Leib zu halten. Das Problem ist, dass wir, glaube ich, egal in welcher Gesellschaft oder in welcher wünschenswerten Gesellschaft wir leben, mit Machtgefällen immer zu tun haben werden, insbesondere zwischen Kindern und Erwachsenen. Aber ich möchte jetzt an die Schlussrunde einfach nochmal die Frage geben, wie können wir dafür sorgen, dass diese Macht nicht umschlägt in, und ich hätte jetzt fast gesagt Übergriffe, ich habe heute Abend gelernt, dass ich das möglichst nicht sagen soll, nicht umschlägt in Gewalt, und wie stellen Sie sich vielleicht in einem kurzen Schlussplädoyer, wie stellen Sie sich ich will nicht sagen eine Gesellschaft vor, wo es das nicht gibt, sondern ein kindgerechtes Aufwachsen vor, wo das möglichst nicht passiert. Es wird immer Menschen geben, die ihr Macht Es wird immer Menschen geben, die ihr Macht und Abhängig und die Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse ausnutzen, um ihren sexuellen Trieb zu befriedigen. Es wird immer Fälle geben von sexuellem Missbrauch und Menschen, die, um ihren sexuellen Trieb zu befriedigen, auch Straftaten begehen. Es ist notwendig, dass Schutz so organisiert wird in den Einrichtungen, denen tagtäglich die Kinder anvertraut werden, aber auch über gute Ansprechpartner, geschulte Ansprechpartner in den Einrichtungen. Nur so kann man den Schutz in den Familien organisieren, dass Kinder, die im familiären Bereich Missbrauch erleiden, dass die Ansprechpersonen bekommen. Da sind auch solche Präventionsworkshops übrigens sehr hilfreich, dass sie aus der Zwangslage herauskommen. Aber man muss sich mit dem Schutz auseinandersetzen, weil es wird immer Menschen geben, die bereit sind, Kinder sexuell zu missbrauchen. Also am runden Tisch haben wir viele Stunden damit verbracht. Ich glaube, ich teile die Meinung, die auch Herr Röhr gesagt hat, diese Gesellschaft, in der es kein Leid gibt, wird es nicht geben. Die Frage ist, wie können wir es verhindern? Da brauchen wir die Präventivstrukturen, und dazu ist es unabdingbar, dass wir auch unsere Kinder stark machen, dass sie sich wehren können. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel, weil das so ein bisschen banal klingt. Meine Tochter hatte neulich im Unterricht dieses Thema mit Wildwasser, kam dann mit diesem wunderbaren Aufklärungsbüchlein, kam dann nach Hause und sagte, weißt du was, Mama, ich darf Nein sagen. Ich darf auch dich rausschicken aus dem Bad, wenn es mir nicht passt. Und ich fand es toll. Also genau das zu sagen, Kinder können Nein sagen, also dass sie das lernen in der Schule von geschulten Personen. Das müssen wir uns leisten, und nicht nur das, sondern auch Strukturen, wo sich Menschen, ich sage jetzt nicht nur Kinder, auch Jugendliche, auch Ältere, hinwenden können. Das reden wir auch über Präventionsstrukturen. Das ist wirklich ein großes Manko in unserer Gesellschaft. In der Jugendhilfe kürzen wir. Und das geht immer zu Lasten auch der Opfer. Opferschutz in den Vordergrund stellen, nicht nur unter dem strafrechtlichen Aspekt, sondern vor allem unter dem Aspekt der menschlichen Empathie, wo kann ich mich hinwenden? Und zwar möglichst niedrigschwellig, möglichst einfach. Und wie leisten wir uns Strukturen, die nicht immer nach Geld betteln müssen, sondern wo es selbstverständlich ist, dass wir Geld investieren und das auch als Investition ansehen. Dahin sollten wir können. Es wird immer Leid geschehen. Die Frage ist, wie man mit Leid umgeht, vermeiden und darauf reagieren, wenn was passiert, und Konsequenzen daraus ziehen. Das ist der Auftrag. Herr Kappeler? Ja, als Sozialpädagoge und jemand, der viele, viele Fachkräfte für die Erziehung in Einrichtungen ausgebildet hat, frage ich mich, was kann in der Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften verbessert werden? Lange Zeit hat die Erziehungswissenschaft, die liberale, die fortschrittliche Erziehungswissenschaft, geglaubt, es sei möglich, Erziehungsverhältnisse ohne Macht zu organisieren. Also es ging um das dialogische Prinzip, um
die Anerkennung auf Augenhöhe, alles wichtige Sachen. Aber darunter ging verloren das Wissen, dass pädagogische Strukturen asymmetrische Verhältnisse sind, dass es da auch immer um Macht geht. Und Pädagogen und Pädagoginnen müssen wissen, dass sie in so einer Machtbeziehung arbeiten, dass sie selber Träger von Macht sind und sie müssen dafür ein Bewusstsein haben, um mit dieser Macht, die sie haben, sensibel umzugehen. Das ist ein Punkt, der in der Ausbildung sehr viel stärker betont werden muss, als das bisher der Fall gewesen ist. Der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sie lernen müssen, eine falsche Rücksichtnahme auf Kollegen und Kolleginnen, mit denen man zusammenarbeitet und die man mag, aufzugeben. Es ist ungeheuer schwer, in einem pädagogischen Team, wo jemand den Eindruck hat, ein Kollege oder eine Kollegin überschreitet Grenzen gegenüber Kindern oder Jugendlichen, den oder die darauf anzusprechen und möglicherweise sogar im Team offen darüber zu reden. Die Angst, jemanden falsch zu beschuldigen mit einem so schweren Vorwurf, ist ungeheuer stark und verschließt die Münder. Und das ist zum Beispiel eine Frage, wie kann in einer Einrichtung eine Kultur entwickelt werden und wie können die, die dort anfangen zu arbeiten, von vornherein dieses Bewusstsein bekommen, wir können hier über das, was wir untereinander beobachten, an uns Erwachsenen, die hier arbeiten, in unserem Rahmen hier, in der Supervision, in der kollegialen Beratung, wie können wir das thematisieren? Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der die Strukturen betrifft. Dazu könnte ich jetzt noch eine Stunde lang weiterreden. Aber wenn es darum geht, zu fragen, was kann man machen, dann sind das die Punkte, wenn es um die sexuelle Gewalt, aber auch um jede andere Form von Gewalt in pädagogischen Einrichtungen geht, um die es dann wirklich geht. Vielen Dank. Also ich könnte da jetzt auch noch eine Stunde drüber reden. Ich beschäftige mich seit 1995 mit Missbrauch in Institutionen. Ich habe ja selber in einer Institution gearbeitet und weiß, wie schwierig das ist. Ich wurde damals, 1986, ins Schulamt zitiert, als wir diese vielen Fälle hatten, musste vor allen Schulräten berichten und dann bekam ich die Order, das nicht öffentlich zu machen, weil es dem Schulmodell schaden könne, wenn das die BZ erfährt. Das muss man sich mal vorstellen. Aber vorher wollten sie doch ziemlich genau die Einzelheiten wissen. Und ich habe das Gefühl gehabt, was ist hier eigentlich los? Was ist das Thema hier? Nur das. Meine Erfahrung ist, dass eine Institution sich sehr oft erst Hilfe holt, wenn Verdacht da ist, aber nie im Vorfeld. Genau das, dass man sich der Macht bewusst sein muss. Genau das, man kann doch keinen Kollegen beschuldigen. Und es ist ganz schwierig, das im Vorfeld zum Thema zu machen, dass man sagt, wir machen eine Teamsitzung oder einen ganzen Tag zu diesem Thema. Ich habe einen Enkel in der Kita, wir haben uns alle gefreut, dass ein Erzieher da arbeitet. Nach einem Jahr kriege ich einen Anruf, der ist suspendiert. Ich habe gesagt, bitte nicht, nicht bei meinem Enkel. Ja, es verfolgt mich bis hierher. Ich war erschüttert darüber, wie die Kita damit umgegangen ist. Ich habe gedacht, was haben wir eigentlich die ganze Zeit geleistet? Die Eltern wurden nicht angehört. Es sollte unter den Teppich gekehrt werden. Wir stehen unter Schweigepflicht. Es gibt Datenschutz. Ich habe ein Jahr lang mit der Kripo und mit Beraterinnen vor vielen Jahren in der Datenschutzbehörde gearbeitet. Was kann man machen, wenn man einen Verdacht hat und der Kollege bewirbt sich woanders? Darf ich die andere Einrichtung warnen? Nein, ich darf es nicht. Ich darf sagen, passt mal ein bisschen auf, der war hier bei uns ein bisschen komisch mit seiner Pädagogik und dann könnte man sagen und dann wüssten die ja vielleicht, worum es geht. Wie viele Probleme haben wir schon in den 80er, 90er Jahren in Sportvereinen gehabt? Es gab bei der Kripo einen Sonderbeauftragten, der speziell für Sportvereine da war. Prävention
gehört in alle Einrichtungen und was ich ganz wichtig finde, alle Menschen, die in dem Bereich arbeiten, Ärzte, Richter, Psychologen, Pädagogen, das gehört in die Ausbildung. Es ist gut, wenn... Ja, ich glaube, es ist angekommen. Gitti, machst du gerade weiter? Ja, also ich habe irgendwie eine Antwort auf zwei Ebenen. Ich bin ja nun Feministin und ich arbeite eigentlich an Abbau patriarchaler Gesellschaftsverhältnisse immer noch und weiterhin. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir genau auf dieser Ebene von Herrschaft zwischen Männern und Frauen und diese Art von Machtverhältnissen systematisch angehen und immer wieder zum Thema machen müssen. Und also deshalb zum Beispiel, ich habe auch ein Problem damit zu hören, wir müssen auf der Ebene von, es wird immer sexuelle Triebhaftigkeit geben und ich lasse das nicht so gerne so stehen, muss ich deshalb auch sagen, weil ich denke, das ist ja auch so ein Punkt zu sagen, es liegt an der Triebhaftigkeit. Ich glaube eben gerade das nicht, sondern es liegt daran, dass, und das ist der Kern, Macht zwischen, also in diesem Fall zwischen und nicht nur leider von Männern, auch von Frauen, ausgeübt wird zwischen Erwachsenen und Kindern. Und Mädchen anders betroffen sind als Jungen, auch das finde ich wichtig anzugucken. Und da aber auch den Respekt und die Würde der Einzelnen, die irgendwelche Hinweise geben, ernst zu nehmen. Und das passiert ja nun leider nicht. Und das ist oft eine Frage der Qualifikation auch, aber eben nicht nur. Das heißt, in jeden dieser Ausbildung, das hat Frauke schon gesagt, müsste das systematisch ein Bestandteil von Ausbildung, von Weiterqualifizierung sein, auch bei der Polizei. Und da kommen wir auch auf den anderen Punkt. Wenn nämlich klar wäre, dass in den Institutionen dann auch hinterher, also vorhin wurde gesagt, wir reden jetzt nur auf der Ebene von Strafe. Nein, ich bin aber auch für Strafverfolgung an diesem Punkt. Und wenn zum Beispiel gerade Erzieher oder Erzieherinnen, die sexuelle Gewalt ausgeübt haben an Kindern, nicht mehr als Erzieher oder Erzieherinnen arbeiten dürften, dann wäre auch ein Schritt schon gewonnen. Das ist auf der institutionalisierten Ebene. Auf der Ebene von, ob jetzt Familie Institution oder nicht Institution ist, aber das Denken, dass die Nachbarin, dass mein Lebensgefährte, dass eine Freundin sexualisierte Gewalt an Kindern ausüben kann, das ist ja oft immer noch nicht in den Köpfen. Und das heißt, da müssen wir ganz viel auch dran arbeiten noch. Ich bin dir total dankbar, dass du endlich mal den Begriff Patriarchat hier wieder eingeführt hast. Der hat heute Abend irgendwie ein bisschen gefehlt. Ich glaube, eine Gesellschaft jenseits von Kapitalismus und Patriarchat können wir uns noch gar nicht richtig vorstellen. Von daher können wir auch nicht wissen, in welchem Ausmaß es sexualisierte Gewalt da geben wird. Ich hoffe immer noch, dass eine möglich ist und sie ist nach wie vor etwas, was ich mir wünsche. Bis dahin können wir aber auch noch was tun. Ich glaube, der Ausgangspunkt war ja, wie können wir mit Macht und Hierarchie umgehen? Wir brauchen als erstes klare Transparenz. Wir haben in der Odenwaldschule gelernt, verdeckte Hierarchien sind wunderbar benutzbar. Wir brauchen als zweites Hinterfragbarkeit dieser Machtverhältnisse, dieser Hierarchien. Denn das ist die Lehre, die wir aus dem anderen Ende, aus der katholischen Kirche ziehen können. Wenn das alles Gott gegeben ist, dann kann man auch nichts dagegen sagen. So. Und das setzt aber was voraus, diese beiden Aspekte. Sie setzen auf der einen Seite Selbstverständnis voraus, ganz viel bei Pädagogen oder anderen, die in Einrichtungen sind. Sie setzen aber auch einen Rahmen voraus, einen Rahmen, in dem es möglich ist, von Beschwerden bis zu Hinterfragen, bis zur Partizipation, diese ganzen Geschichten. Wir haben heute Abend einen Punkt noch gar nicht so richtig gestreift, sondern lediglich in Abgrenzung, der vom Kinderbeauftragten. Ich finde, Kinderrechte, etwas absolut Zentrales. Der Status von Kindern in dieser Gesellschaft als etwas Defizitäres, wie die sind noch nicht voll erwachsen, die sind irgendwie etwas weniger. Das ist eine der Hierarchien, die es ermöglicht, diese Kinder sexualisiert zu missbrauchen. Gut, war mein Punkt. Prima. Ich bedanke mich bei allen Diskutanten für dieses letzte Statement. Ich darf allerdings daran erinnern, dass unter dem Namen oder unter dem Vorwand oder unter der Prämisse des Kampfes gegen Patriarchat und Kapitalismus genau diese
Dinge passiert sind, über die wir heute Abend reden. Das möchte ich nur daran erinnern. Ich will jetzt keine langen Abspann hier mehr machen. Sie haben gesehen, es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Wir haben über viel gesprochen. Wir haben auch über manches oder vieles nicht sprechen können, einfach aus Zeitgründen. Präventionsmaßnahmen war das eine. Wir haben das ganze Thema Verjährungsfristen, also alle rechtlichen Geschichten hier überhaupt nicht gestreift, weil wir haben das Thema Medien auch nur am Rande erwähnt. Das ist schade, aber Sie sehen, die Zeit hat es einfach nicht hergegeben. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass das eine ganz ruhige und diskursive Debatte war, wo es nicht um Konfrontation geht, auch von Ihrer Seite. Und ich hoffe, Sie haben den einen oder anderen Satz, können Sie hier mitnehmen. Vielleicht, wenn Sie wollen, auch noch zum Glas Wein. Kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie wieder. Wiedersehen. Applaus